Liebe Damen und Herren, auch meinerseits freut es mich, so viele interessierte Menschen da zu haben, die sich für dieses Thema interessieren. Es ist ein Thema, das jeden von uns natürlich irgendwann einmal betrifft oder uns schon lange begleitet oder eventuell auch irgendwie stört. Ich spreche da von Wesensheiten und Energien, die meistens von den Menschen nicht wahrgenommen werden, aber doch real existieren und da sind. Und für viele vernunftbegabte Menschen bricht dann eine Welt zusammen, wenn sie das erste Mal sowas sehen oder mit so etwas konfrontiert werden. Zu meiner Person, für diejenigen Menschen, die mich gar nicht kennen oder meine Bücher noch nicht gelesen haben: Ich bin in der Zentralschweiz geboren, vom Beruf Architekt, habe da bis vor 3 Jahren meine Büros gehabt und durch meine angeborene Eigenschaft als Hellsichtiger immer mehr Patienten und Patientinnen bekommen, dass ich meine Büro schließen musste. Es waren am Tag 1000 bis 1500 Hilfegesuche, telefonisch, immer noch. Und dann oftmals hunderte von Briefen, hunderte von Mails, Hilfegesuche aus aller Welt. Das hat sich sehr schnell herumgesprochen und natürlich von diesen Menschen, wo ich helfen konnte, wie eine Lawine verbreitet. Es sind oftmals Menschen, die jahrzehntelang litten wegen ihren Problemen, wussten aber nicht, was es war, wegen Seelen, die in den Häusern gefangen sind, oder Kinder, die wegen diesen Seelen litten und jahrzehntelang, oder vielleicht mindestens jahrzehntelang, nie schlafen konnten und krank wurden und dies und jenes. Das sind oftmals Geschichten, die für viele Menschen Horror sind. Vor allem für Familien, die dann meistens auch noch auseinanderfallen wegen solchen Situationen. Und keiner weiß sich da zu helfen. Man könnte vielleicht sagen, es ist eine Erscheinung der neuen Zeit. Die ist besonders speziell. Sie werden es noch sehen in der kürzesten Zeit, was da alles passiert. Aber es kommt nachher besser. Es ist bis jetzt nicht alles optimal gelaufen. Es ist bei vielem jetzt einfach wie Zeit, um aufgedeckt zu werden, um neu beginnen zu können. Viele Menschen sind heute sensibler als Generationen zuvor. Wenn wir unsere Kinder betrachten und oftmals auch beobachten, sind viele hellsichtig, das vor 50 Jahren noch nicht so war. Aber auch Sie, liebe Damen und Herren, haben schon vielmal etwas wahrgenommen und haben dann oftmals das weggesteckt und gedacht, ja, ich habe mich getäuscht, es ist ein Hirngespinst, das ich da sehe, das gibt es ja nicht. Und jeder von uns ist zum Teil hellsichtig, da auf dieser Seite links und rechts, 13 Grad, da ist unsere Augenperipherie nicht gefiltert. Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, wenn Sie ganz entspannt eine Zeitung lesen oder ein Buch schauen, dass sich da etwas bewegt. Und Sie denken, was ist denn da? Schauen Sie hin, da sieht natürlich Ihr Fleischauge oder Ihr Verstandesauge nichts. Und wenn Sie dann Geduld haben, dann kommt wieder was, sofern was in Ihrer Wohnung ist. Und wenn Sie das trainieren müssen oder wollen, dann gehen Sie mal auf einen Friedhof. Nehmen Sie einen Klappstuhl mit, dann sehen Sie schon, was da läuft. Oftmals liegen sie aber auch noch rum oder hocken rum. Es ist voll. Es ist voll. Und ich muss Ihnen sagen, es ist keine besondere angenehme Gabe, wenn du dann alles siehst. In andere Dimensionen, alte Zeiten und natürlich die Leiden der Menschen. Es ist absolut fast nicht erträglich, aber man gewöhnt sich an alles. Wie viel Prozent von der Bevölkerung eigentlich hellsichtig sind, das lässt sich nicht so genau sagen. Vielleicht wenig. Und doch vielleicht mehr, als man denkt. Aber viele getrauen sich da gar nichts zu sagen, weil sie würden von Menschen oder von Freunden, Bekannten komisch angeschaut oder als Idiot oder Verrückter abgestempelt. Die Psychiatrien sind voll von solchen, die irgendwie den Boden auch unter den Füßen teilweise verloren haben, weil sie oftmals die Realität, physische und das seelische, geistige nicht auseinanderhalten konnten oder in Zwischenwelten lebten. Das ist für uns etwas total Neues, vielleicht für Sie auch, aber viele werden irgendwann im Leben mit dem konfrontiert. Spätestens, wenn wir sterben,
Aber dann ist es ja zu spät, für Verschiedenes zu ändern. Wir alle durchlaufen diese Bahnen. Wir sind hier, um etwas zu lernen, uns zu verstehen lernen oder unsere Seele zu befreien von dem Dreck und unseren eigenen Problemen, die wir mitgenommen haben. Viele Menschen, die jetzt hier auf der Welt sind, wollen so schnell wie möglich frei werden von ihren alten Belastungen, karmischen Leiden, Mustern und Elementaren. Die haben sich angehäuft über die verschiedenen Leben hinweg und sind einfach da als Belastung. Leider können wir oftmals uns nicht selber sehen, wie wir sind. Aber wir sehen und spüren oftmals bei anderen Menschen, wie sie wirken oder wie sie sich ausdrücken. Und wir sind selber nicht eigentlich imstande, uns selber eigentlich zu verstehen. Sehen Sie, unser Körper und unser Leben gleicht diesem Tisch. Ist nichts Besonderes, denke ich, der Tisch. Ich weiß nicht, wie er aussieht. Aber wenn Sie kommen in einen Raum und dann sehen Sie einen Tisch mit einer Lichtdecke, dann fragt man Sie, kennen Sie diesen Tisch? Sagen Sie, ja, den kenne ich schon. Aber wissen Sie, Sie sehen nur einen halben Millimeter, wenn überhaupt, von der Tischdecke. Aber was diese Decke trägt, ist das eigentlich Wesentlichste vom Tisch, die Tragfähigkeit von diesem Tuch da. Und unsere Haut ist auch so eine Membrane. Eigentlich wissen wir nur, was oben ist, außen, was innen ist und dann noch in der Seele, in uns, weiß keiner. Im Leben kommen wir aber ab und zu mal genau an diese Situationen, wo uns das Alte erinnert oder ruft. Aus diesem Grund sind die meisten Menschen innerlich belastet, sehen aber im Gegenüber das Problem. Und wir können uns praktisch nicht erkennen, auch wenn wir in den Spiegel schauen, sondern wir spüren dummerweise erst beim Gegner, der dann ein Gegner wird, was da für Probleme im Raum stehen. Und denken Sie an die vielen Menschen, die Millionen Menschen, die eigentlich Mobbing-geplagte Opfer sind. Sie meinen, sie sind die Opfer. In Wirklichkeit reagieren sie auf ihre eigenen Unpässlichkeiten. Also der Ausdruck, den ich beim anderen nicht ertrage, ist eigentlich mitunter mein Muster, mein Problem. Aber ich reagiere, ich kann ja nicht verstehen, was das bedeutet, und kämpfe sozusagen gegen den eigenen Spiegel im Gegenüber. Wenn ich das weiß, kann ich nach Hause gehen, mich anschauen, das lösen und am anderen Tag reagiere ich nicht mehr auf den. Der plagt mich nicht mehr, kann mich nicht mehr. Ich entziehe eigentlich meiner Spiegelwirkung die Kraft. Aber Sie können sich vorstellen, auch wenn Sie jung sind, mittelalterlich oder älter, im Spiegel oder gegen den Spiegel können Sie nicht kämpfen. Bringt ja gar nichts. Wir sind uns eigentlich gegenübergestellt. Und da haben viele Menschen große Probleme, sich anzunehmen, wie sie sind. Springen der eigenen Realität davon oder den Problemen, die unter der Haut gelagert sind. Und viele springen dann im Wald herum als Jogger, fahren Velo wie verrückt, machen sie halb kaputt. Und am Abend, wenn sie halbtot heimkommen zur Frau, die möchte auch noch was anderes haben als ein halbtoter Mann, oder umgekehrt die Frau, dann schaut man in die Glotze und schüttet sich auch da diesen Müll rein. Nur nicht mehr sich mit sich selber beschäftigen, nicht mehr in die Ruhe gehen und nicht mehr mit sich auseinandersetzen, ist die Tendenz der heutigen unruhigen Gesellschaft. Und viele können da nicht spazieren, ohne dass sie einen Kopfhörer anhaben und sich damit was zuschütten oder bum bum einfach da spazieren fahren. Das ist eigentlich in sich eine Verleumdung. Früher oder später merken wir das, dass wir etwas in uns tragen, das uns belastet und sehr belästigt. Spätestens, wenn wir ältere Menschen besuchen im Altersheim, hören sie genau hin, was die sagen. Es ist natürlich unterschiedlich, es gibt verschiedene Menschen. Aber viele sagen dann verbittert, ich habe nichts verstanden, habe nichts begriffen, habe nichts gemacht. Ich habe eigentlich neben dem Leben gelebt. Ich habe alles falsch gemacht und ich komme in die Hölle. Je nachdem, was Sie für ein religiöses Hintergrundmodell haben oder Vorstellung, meinen Sie, es ist verloren, ich habe alles kaputt gemacht. Ist aber eigentlich nur eine Meinung, würde ich sagen.
Aber man kann natürlich die Hölle bestellen. Das ist gar keine Sache, gar keine Kunst. Und das Ausscheiden aus dem Leben ist eigentlich eine Bestellung von uns selber. Oder ich sage mal, unser Tod und die Qualität, die vorher ist, sind wir. Niemand von ihnen wird geplagt durch irgendwer, dass sie schlecht oder gut sterben müssen oder können. Aber wenn ich schon als Kind Angst habe vor dem Altwerden, vor dem Sterben oder Vorbilder hatte und glaubte, dass ich dann alt bin, senil, hinfällig, krank und dann im Spitalbett jahrelang gefesselt bin und so leide, bis ich sterbe, ich hab's. Aufgepasst, unsere Gedanken sind Kräfte, die Sie nie unterschätzen dürfen. Sie bestellen das, was Sie bekommen. Und das ist natürlich dann auch für die Zukunft im Jenseits entscheidend. Also passen Sie auf, Ihre Gedanken müsste man löschen. Auf das komme ich im zweiten Teil. Jetzt möchte ich nur einen Überblick machen. Aber wenn Menschen so denken, auch wenn sie kranke Wesen sehen, Verwandte, Bekannte, haben etliche Mitgefühl oder Mitleid. Und das ist ganz nahe beieinander. Und Mitgefühl und Mitleid verbindet sich oftmals blitzschnell, wenn ich sage, hoffentlich habe ich diese Krankheit nie. Das nie wirkt in der geistigen Welt nicht, dann habe ich es bestellt. Und dummerweise, je nachdem wie intensiv ich daran gedacht habe oder wie mein Profil ist und meine mitgenommenen karmischen Muster, habe ich dann zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesehen habe, an diesen Menschen genau diese Krankheit. Die kommt zum Vorschein und ist von den Ärzten meistens als Phantom- oder Phänomenkrankheit erkannt. Sie wissen gar nichts, mit dieser Krankheit anzufangen. Die kommt wie aus dem Nichts und ist trotzdem extrem leidendmachend. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie Pech haben und an so einer Krankheit sterben, ist das Muster und der Befehl für die Krankheit nicht gelöscht. Wir sterben, kommen dann wieder neu zum Vorschein, wann auch immer, und das Muster ist dabei. Darum lohnt es sich, alle unsere Leiden, unsere negativen Erfahrungen, auch gegen uns gemachte Befehle und so weiter zu löschen, bevor wir das Zeitliche segnen. Und liebe Damen und Herren, wir wissen nicht, wie lange wir leben. Viele denken, ja, ich habe noch Zeit. Sie, wissen wir, ob wir gesund nach Hause kommen? Oder wissen wir, ob wir morgen noch gesund aufwachen? Wir wissen es nicht. Und darum lohnt es sich schon frühzeitig, alles zu löschen, was uns belastet. Einfach frei zu machen. Denn vielen ist es eben passiert, dass sie nicht gemerkt haben, dass sie die Seite gewechselt haben. Menschen, die einen Unfalltod hatten, Herzstillstand oder irgendwie etwas Unerwartetes, die fallen genau zwischen diesen Ebenen hinunter, in diesen Zwischenwelten bleiben die gefangen. Und stellen Sie sich jetzt einfach vor, Menschen, die tätig sind und es ereilt sie irgendwann so ein Tod, dann erwachen sie nicht mehr, bis vielleicht der Körper schon lange weggeräumt ist. Wenn Sie dann wach werden, wenn überhaupt, stellen Sie fest, ich bin da, mein Körper ist alles hier, mein Gewand auch, aber wo bin ich denn? Dann versuchen Sie Kontakt aufzunehmen, Menschen, die dort leben. Das Frustrierendste ist und das Deprimierendste, dass keiner Sie sieht, keiner Sie hört. Vielleicht bis auf die kleinsten Kinder, die dann Panik haben. Und dann ist das noch das Verrückte, dass diese Wesen gar keine Zeitgefühl mehr haben. Viele hängen da rum, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende. Und die kann ich sehen, kann ich gut sehen. Vielleicht ist von Ihnen auch jemand da, der das sieht wie ich. Also meine, gibt wenige, aber es ist halt einfach so. Wenn Sie so zum Beispiel durch deutsche Städte laufen, da gehe ich gar nicht gerne, muss ich Ihnen sagen. Wenn Sie durch diese Kriege und diese Ereignisse, durch dieses Leiden, das ihr mitgemacht habt mit eurem Volk, da sind unglaubliche Mengen von Verstorbenen da, die haben den Weg noch nicht gefunden. Das ist denen zu schnell gegangen. Aber es heißt nicht, dass diejenigen, die da hängen, schlecht sind
oder irgendwie etwas getan haben, etwas Negatives, sondern die haben es einfach nicht gemerkt, dass sie wie ausgelöscht wurden. Und dann ist eigentlich der Verstand einfach, wenn man erwacht, in dem Zustand, wie man den Stecker ausgezogen hat und man macht das, was man die letzten 5 Minuten eigentlich vorgehabt hat. Ein Beispiel, das passiert viel. Wenn mehrere Generationen miteinander zusammenleben, dann kann es sein, und das habe ich oft erlebt, bei Hausuntersuchungen, bei Hilferufen, ist vielleicht sein Großvater oder Großmutter am Morgen nicht mehr aufgewacht, einfach nachts gestorben. Sie haben aber vorher eine gute Beziehung gehabt zu Kindern, zu den kleinen Großkindern, zu den Söhnen oder Töchtern. Und am Morgen kommt natürlich gewohnheitsmäßig der Mensch, der alte Mensch, der nachts gestorben ist, als Geist oder Seele wieder an den Tisch, versucht morgen zu essen und dann geht nichts mehr. Dann stimmt nichts mehr, er stellt fest, die anderen kann ich nicht mehr berühren, ich höre sie nicht mehr, ich sehe sie zwar, aber sie reagieren auf mich nicht mehr, das ist ganz ein dummer Zustand. Hat diese Familie per Zufall ein Kind, das hellsichtig ist, schreit das herum, hier ist ein böser Geist am Tisch, hier ist eine böse Energie und so weiter. Und sofort ist natürlich eine unglaubliche Angst vorhanden, weil das Kind kann vielleicht nur schemenhaft etwas erkennen. Je nachdem, wie viel Energie diese Seele noch hat, kann man es ganz genau sehen, oder dann schemenhaft. Ich habe viele Familien kennengelernt, die haben die Wohnung nach kurzer Zeit verlassen, getrauten sie nicht mehr herein, haben ihr Haus vermietet, sind ausgezogen, weil sie die Kinder Panik hatten und die Eltern natürlich mit ihnen identifizierten. Das gibt absurde Situationen, wo eigentlich dann so passieren und die Leute getrauen sich das auch nicht zu sagen. Sie haben Angst, sie werden da schräg angeschaut oder als verrückt erklärt. Und so ist oftmals dann das Unheil auch wieder wie programmiert. Die nächste Familie, die dort einzieht, hat das gleiche Problem vielleicht auch wieder oder auch nicht. Ich sage schon, am besten daran ist der Mensch, der überhaupt nichts spürt oder der nicht gar nichts wahrnimmt. Also hat auch Vorteile, wenn man stumpf ist. Ja, was heißt schon stumpf? Es ist nicht etwas Negatives, verstehen Sie mich richtig. Jetzt ist das eigentlich noch eine Tragik an der ganzen Sache. So eine verlorene, verstorbene, hängende Seele im Raum ist, spüren Sie das, wenn Sie sensibel sind. Und erinnern sich, wie ist es, wenn Sie eine Familie besuchen, wo ein Verstorbener eben sich verabschiedet hat, die Familie ist in Trauer. Oftmals haben Sie direkt Mühe, mit den Menschen dort Kontakt aufzunehmen. Sie fühlen die Trauer dieser Angehörigen und sie leiden meistens mit. Sie spüren den Schmerz von den Verlassenen. Aber wer garantiert Ihnen, ob nicht diese verstorbene Seele dann noch präsent ist und auch leidet? Das können Sie erst entscheiden, wenn Sie diesen Raum dann leer betreten und das Gefühl haben, es schaut mich jemand an. Es berührt mich jemand und das ist oftmals von Verstorbenen, die versuchen Kontakt aufzunehmen, nicht mit böser Absicht, versuchen uns festzuhalten, zu berühren oder irgendwie etwas zu flüstern oder irgendwie in die Nähe zu treten. Und wir haben ja eine Aura, die ist unterschiedlich groß bei den Menschen und da spüren wir oft plötzlich einen Schauer, eine Kälte, ein unangenehmes Gefühl. Und dann ist für viele Leute dann der Ofen aus, dann rennen sie aus dem Haus und schreien, böser Geist im Haus. Das gibt es viel mehr, als man denkt. Ein Hauch, ein unangenehmer Geruch, Körpergeruch, ist das Markenzeichen von verstorbenen Seelen. Obwohl die nicht unbedingt schlecht sind, es muss nicht schlecht sein. Da habe ich einen Fall in Luzern gehabt, das ist allerdings schon 7 Jahre her. Eine gut 35-jährige Frau hat eine Wohnung gemietet mit ihren 2 Kindern. Die Kinder waren etwa so 8 bis 10. Und die Frau wohnte vorher in der Stadt in einer Altwohnung und dieser Block ist außerhalb am Rande, also eine riesen Wohnmaschine. Und sie hat sich gefreut, ein wenig an den Rand der Stadt ziehen zu können. Die Wohnung war günstig und komischerweise ein halbes Jahr leer geblieben. Niemand hat sie genommen. Das hat sie erst später erfahren, im Moment ja natürlich nicht. Sie hat zugeschlagen, zugesagt, am Wochenende schon eingezogen, es war rätselhaft. Sie wusste aber nicht, wer drin wohnte,
kannte keine Nachbarn, nichts. Und vom ersten Tag an, vom Einzug, konnten ihre Kinder nicht mehr schlafen. Sie relativ schlecht wegen den Kindern, weil die immer herumliefen. Und interessanterweise hat sie plötzlich gespürt, schon nach einer Woche, dass sie Schmerzen hat, kaum mehr gehen konnte und einfach nicht mehr wusste, was ihr weh, wo es ihr überhaupt weh tat. Sie ging zum Arzt, fand natürlich nichts heraus und sie hat gemeint, es sei vom Umzugskistenschleppen, hätte sie sich etwas ausgehängt oder gespannt. Da muss ich noch dazu sagen, diese Frau ist eine Sportmaschine gewesen, hat ein ganzes Zimmer voll Pokale, silbrig, goldig, die war international da. Im Schnittlauch herumgesprungen da, weiß auch nicht, was sie gemacht hat, da war also jede Menge von Pokalen. Aber nach einem Monat konnte sie gar nicht mehr laufen, musste Krücken haben, Schmerzmittel, Betäubungsmittel und es ging ihr praktisch von Woche zu Woche, also miserabel und schlecht. Das Schlafen war das eine und am Morgen die Schmerzen das andere. Sie hat früher noch nie Schmerzen gehabt, ohne sie hat sich vielleicht überanstrengt sportlich. Gut, nach einem halben Jahr hat sie mich angerufen oder mich gefunden und fragte mich, ob ich komme. Ich hatte damals noch ein wenig mehr Zeit als heute und konnte ihr vielleicht innerhalb von einem Monat dann dienen. Ich traf diese Frau an im dritten Stock am Rollator, so einem Gehwägelchen mit vier Rädern. Und ich habe gedacht, sie hat MS, die konnte kaum mehr auf den Füßen stehen, sah sehr leidgeplagt aus, in sich zusammengefallen. Und ich habe gedacht, die sieht 50 aus. Ja, wusste ich ja nicht, wie alt das sie war. Sie haben mir den Fall geschildert und ich lief durch die Wohnung, zuerst dann auch ins Schlafzimmer und dann sah ich auf dem Doppelbett eine alte Person liegen, eine alte Frau, schätzungsweise 85 Jahre, vielleicht auch 90, wusste es nicht, sehr alt, sehr leidend. Und sie hatte ein französisches Bett von 1,40 Meter. Sie war alleinstehend mit ihren Kindern. Sagte ich ihr das? Sie glaubte mir das gar nicht. Habe gesagt, diese Frau ist vermutlich hier gestorben oder ich weiß es nicht. Und die läuft vermutlich nachts umher oder ihre Kinder reagieren auf die Schwingung von dieser verstorbenen Seele. Sie hat es noch nie gehört, mir gar nicht geglaubt. Habe gesagt, ja, wissen Sie, ich mache es jetzt einfach so, ich rede mit dieser Seele und weck sie und schicke sie weg, löse sie auf. Also helfe ihr, dass sie den Weg findet, macht ihr das Ritual. Die Frau schaut dazu und sagt, ja, wenn es nichts nützt, dann schadet es nichts. Ja, so. Habe ich ihr aber den Auftrag gegeben, nehmen Sie mal Kontakt auf mit den Nachbarn. Haben Sie mit denen schon geredet, wer da drin wohnt? Sie gesagt, nein, ich habe keinen Kontakt mit diesen drei Wohnungen neben mir. Das ist komisch, je größer die Wohnungen sind und die Häuser, umso weniger reden die Leute miteinander. Die merken nicht einmal, wenn jemand stirbt, ist das so. Dann hat sie mir nach ein paar Tagen angerufen und hat gesagt, Herr Steger, ich muss Ihnen eines sagen, ich schlafe wieder, meine Kinder auch. Irgendwie hat es doch was gewesen. Und ich habe mit Entsetzen gehört, dass vor meiner Zeit hier eine 86-jährige Frau hier gelebt hat und die hat 8 Jahre Knochenkrebs gehabt und ist da in diesem Zimmer gestorben. Sie wurde gepflegt von der Spitex, das ist eine Organisation, also wie Krankenunterhaltspflegepersonal, das in die Häuser geht. Und diese Frau hat einfach nicht gemerkt, dass sie weggestorben ist in der Nacht, hing sehr am Leben und hatte Schwierigkeiten zu sterben. Das sagten die Nachbarn, das wussten die wieder. Und dann war dann eigentlich ihr das klar. Sie glaubt es mir, sie hat auch die Reaktion gehabt. Und solche Fälle habe ich natürlich nicht nur einen, sondern tausende schon gehabt. Ähnlich und doch jeder individuell und unterschiedlich. Wäre diese Frau gesund gewesen und gestorben, hätte die junge Frau vermutlich an ihrem Bettplatz oder mit ihr zusammen auf dem Bettplatz fast nichts gespürt. Aber das Leidensmuster war noch an dieser irdisch gebundenen Seele geklebt und hat es ausgedünstet. Oder sie hat es dummerweise übernommen. Und da gibt es viele unglückselige Fälle, die eigentlich dann wirklich ganz speziell sind und die Leute leidend machen. Und wenn Sie sowas mal spüren, es gibt immer Lösungen, haben Sie keine Angst. Das ist oftmals einfacher, als Sie denken. Ich habe meine Bücher so aufgebaut, dass man hinten immer eine Lösung hat. Es gibt allerdings auch Fälle, wo zäher sind und schwieriger, weil Menschen verändern ihre Charakterstrukturen nicht, wenn sie sterben. Wir sind genau die gleichen auf der anderen Seite.
Es fragt sich dann nur, wo ich lande. Da gibt es aber Fälle, wissen Sie, das ist dann für jede Vernunft auch nicht mehr möglich, dort zu leben. Und ich hatte auch schon in Oberbayern, Allgäu und überall natürlich auch schon Fälle. Einzelne habe ich im Buch beschrieben. Aber es hat nichts mit der Region, nichts mit der Bevölkerung oder Volk zu tun. Ich war schon fast auf der ganzen Welt. Wir sind Menschen und haben ähnliche Probleme fast überall. Mindestens im Bereich von Totenkult, Sterben und nach dem Sterben. Das ist da natürlich unterschiedlich von der Auffassung und Ideologie her. Da hatte ich einen Fall, auch im Allgäu, genau fast der identische, bei einer Bauernsfamilie. Der Mann rief mich an und sagt, wir wohnen in einem uralten Haus und ich halte es nicht mehr aus. Es ist jede Nacht ein Lärm, es laufen Wesen herum, Türen werden aufgerissen, zugeschlagen und keiner von uns kann eigentlich vernünftig schlafen. Ich habe 2 Söhne, eine Tochter, alle in der Psychiatrie, temporär oder ab und zu. Die haben buchstäblich durch ihren Stress hier das nicht mehr ausgehalten. Meine Geschwister, damals der Mann war 50, hatten genau die gleichen Probleme. Ich habe 4 Geschwister, jetzt weiß ich nicht mehr, wie viele Männer und Frauen. Da war keiner normal, bis auf er. Also man sagt normal, schafften das normal zu sein. Er war der Einzige, der eigentlich den Hof übernehmen konnte, weil er noch gesund war im Kopf. Die anderen hatten dauernd Probleme mit sich selber, mit der Wahrnehmung gestört. Und jetzt, kurz vor er mich anrief, sind seine Eltern ausgezogen im unteren Geschoss und sie konnten als Familie einen Stock tiefer rücken. Es war ein 3-geschossiger Bauernhaus, groß und Dächer fast bis zum Boden, das ist im Kanton Bern. Das Haus an der Türe steht 1747, erbaut als Original, es ist nichts verändert. Innen auch nichts, bis auf ein wenig moderne Installationen. Und der Mann hat mich am Telefon schon gesagt, sieh, ich habe schon so vieles probiert. So viele Leute hat mein Vater schon im Haus gehabt, mein Großvater auch schon. Und im Dorf unten sagt man, das ist ein Spinnerhaus da oben. Bei unserer Familie hat man immer gemeint, wir haben eine Erbschwäche, denn die meisten kamen wirklich in die Spinnwinde oder in die Psychiatrie. Damals hieß es noch nicht Psychiatrie, sondern Spinnkiste und so weiter. Denke ich, das verstehen Sie schon. Und ich weiß nicht mehr, was tun, kommen Sie. Sie sind mir empfohlen worden. Ich habe gesagt, ja, also ich kann nicht sofort kommen. Einen Monat habe ich einen Termin abgemacht, ungefähr einen Monat. Und er hat mir dann kurz erzählt, was er schon unternommen hat. Er wohnt in einem Haus weit ab vom Dorf. Und wie gesagt, idyllische Lage, aber das nützt natürlich nichts für sowas. Er hat gesagt, ich habe da schon Kapuziner, da Priester. Was weiß ich für Leute? Jetzt habe ich einen Spezialisten von Zürichsee beordert. Er hat gesagt, er sei Spezialist für Heimführung von Seelen und er arbeite mit indischem Mist von heiligen Kühen. Ich habe gesagt, er hat das was genützt. Er hat gesagt, ja, das sind so Dosen, nicht große, und jede kostet 350 Euro. Und ich habe 10 Zimmer, und jetzt haben Sie sich vorstellen können, nur im oberen Stock. Er kam, zündete die an und sagte, das ist super. Geister verlassen das Haus. Habe gesagt, hat es was genützt? Nein, das war noch verrückter, nächste Nacht war noch viel schlimmer. Habe gesagt, ja, lieber Mann, hätten Sie doch besser einen Mistkarre selber da geholt und den angezündet, den eigenen Kuhmist, hätte mehr gestunken, vielleicht hätte es mehr genutzt. Ja, jetzt weiß ich es, jetzt glaube ich es. Dann hat er natürlich noch andere Ratschläge bekommen, oder? Absurder geht es dann oftmals nicht. Wir haben so Schweizer Kracher, das sind so fingerlange mit Zigaretten, die kann man anzünden und machen einen grausamen Lärm. Hat ihm ein Kollege den Tipp gegeben, zünd solche an, schmeiß 5, 6 ins Zimmer, jedes Zimmer. Hat er gemacht und die nächste Nacht hat er es best gebessert. Nein, es war noch verrückter, wir konnten gar nicht mehr schlafen, mussten aus dem Haus. Also das, von außen hörten wir das Poltern und das Lärmen. Dann war noch ein Spezialist, hat ihm einen guten Tipp gegeben. Nimm dein Jagdgewehr, öffne das Fenster nachts um 12 und schieße von jedem Zimmer durchs Fenster raus. Habe gesagt, hat es genützt? Es war die katastrophalste Nacht, ich musste ausziehen.
Dann hat er etwas kleinlaut gesagt, ich habe noch ein anderes Problem. Ich habe den Nachbarn 3 Hühner verschossen. Aber sie sind auch noch ein wahnsinniger Kerl, oder? Sie hatten ja auch ein Liebespaar, der Pimpsan, oder weiß ich wer, im Wald draußen. Ja, hat er auf den zum Fenster rausgeschossen. Heikle Sache. Dann, das war die Situation, bevor ich kam, als ich kam, hockte der Mann an der Böschung, ich wusste nicht, wie er aussah, aber er hat auf mich gewartet mit meinem Auto, hat gewunken mit beiden Händen, schon 500 Meter vor gewunken und aufgehüpft. Ich sage, was ist passiert? Jetzt habe ich die Nacht das Dümmste gemacht. Und ich sah vor dem Haus die Feuerwehr mit 2 Autos stehen. Ich sage, was ist denn passiert? Ich habe keinen Nerv mehr, auf sie zu warten. Ging er in eine Sprengstofffabrik, also Dotikon, und holte solche Bomber, wissen Sie, so eine Kartonkiste, steht drauf mit so einem roten Kleber, nur in 100 Meter vom Haus anzünden. Und die haben ihm gesagt, du musst das im oberen Stock und unteren Stock schnell anzünden und rausspringen. Er konnte nicht genug schnell rausspringen, die Türen flogen schon hinter ihm her, die Fenster nach draußen, die Decken nach oben, sich wahnsinnig, der hat ja ganze Hütte in die Luft gesprengt. Und dann kam so ein kurzer Schwellbrand, die Feuerwehr, Polizei kam. Und am Morgen, als ich da kam, waren sie schon am Löschen, also hatten sie fertig gelöscht. Und er war einfach fix und foxy, der arme Kerl. Aber ich sagte, ja, super, aber ich kann es verstehen. Gehe ich ins Haus, die Feuerwehrleute waren draußen, haben die Dreckschweine ihn noch erpresst, 3 Kollegen. Du, das war dann nicht dein Kind, der das gemacht hat. Gib uns 500 Schweizfranken, zahlt die Versicherung nicht. Und wir sagen es. Also ist auch noch gemein, oder? Zu seinem Leiden wurde er noch benutzt und ausgenutzt. Ja gut, das ist Nebensache. Gehe ich durchs Haus und in jedem Stockwerk sind 2 Seelen gewesen, vermutlich über hunderte von Jahren. Wie gesagt, das Haus ist 1747 erbaut worden, x Generationen. Und sind eigentlich nur 8 Seelen dort gewesen. Ich sage jetzt mal, nur 8 für so lange Zeit ist wenig. Aber es gibt alte Häuser, da wimmelt es. Und alte Häuser ist keine einzige da. Warum? Es sind einzelne Familien einfach in sich anders konstruiert. Andere Lebenseinstellung, Lebensauffassung, positiv meistens. Und die Seelen können weg und sind frei. Und bei anderen ist Materialismus, Streit, Neid, Missgunst, Erbsucht das Problem, dass die Seelen nicht weg können. Offen sind ganze Banden da. Und die leiden dann nachher und können sich nicht mehr befreien, versuchen auf sich aufmerksam zu machen. Und wer weiß das schon, wie man mit dem umgeht? Viele getrauen sich das auch nicht zu sagen, denken, ja, das darf ich ja niemandem sagen. Also es sind so eigenartige Sachen, die man da angetroffen hat. Da habe ich aber eine Frau gehabt, das ist ein sonderbarer Fall. Alles, was wir tun auf dieser Welt, löst Aktion gleich Reaktion aus, das ist uns bekannt. Und in der geistigen Welt gibt es noch ein weiteres Gesetz vom Ausgleich. Eines Tages muss ich den Ausgleich schaffen. Ich kann nicht in einem Leben nur der Missbraucher sein oder der Schmarotzer. Und denken, die anderen sind meine Ameisen. Sie auf der anderen Seite sieht es ganz anders aus. Im nächsten Leben muss man das freiwillig wieder ausgleichen. Man kommt nicht drum herum. Es kommt darauf an, wie ich mit dem Umgehen, mit meinem Reichtum und meiner Einstellung. Also da hatte ich eine Frau da in Chur, die rief mich an, sehr aufgeregt und gehässigt. Sie hätte so eine verrückte Sache in der Küche. Sie lebe da schon 30 Jahre. Und jetzt spuck's in der Küche. Türen werden aufgerissen, Teller fielen raus, ab und zu mal, und es klappere und es knalle und es sei richtig ein Affentheater, je nach Zeit vom Tag oder in der Nacht. Sie hätte schon Freundinnen da gehabt, Bekannte, die haben es auch gesehen und gehört. Es hat also wirklich gespuckt. Habe gesagt, ja, haben Sie eine Ahnung, wer dann gestorben ist? Sagt sie, ja, meine Nachbarin da oben, das war eine ganz böse Frau, ich glaube, die blöde Kuh ist vermutlich da, oder plagt mich jetzt, oder noch jemand im Nachbarhaus, dachte, ist die da, die Person da? Habe ich das auf die Stanz ausgependelt, habe gesagt, nein, es ist jemand anders, den Sie kennen, aber sie hat nichts weiteres gesagt. Habe ich gesagt, ja, sie, ich habe keine Zeit jetzt da hochzufahren, ich habe das Buch noch nicht gehabt. Ich schicke Ihnen die Ablöserituale. Machen Sie das selber, es geht. Sprechen Sie die Seele an,
machen Sie einen feierlichen Akt mit einer Kerze und helfen Sie ihr, dass sie sich befreien kann. Nach ein paar Tagen, nach einer Woche, ruft sie wieder an, sauer wie noch nie. Sie, das hat gar nichts genützt. Der spinnt er noch mehr da draußen. Habe ich noch mehr Teller kaputt als vorher. Aber ich sage, Sie, haben Sie eine andere Idee? Leben Sie denn allein? Sagt sie, ja, mein Mann ist vor einem Jahr gestorben. Sage, warum haben Sie mir das nicht gesagt? Ja, der kommt nicht in Frage. Ich sage, warum? Ja, das ist seit 20 Jahren ist der Fremdgänger. Der lebte eigentlich bei einer Freundin. Und kam nur alle 14 Tage nach Hause, brachte mir die Wäsche. Ich sagte, was, wie viel? Ja, er kam alle 14 Tage nach Hause, brachte mir die Wäsche. Ich sagte, Sie waschen noch für den Tipp? Ja, sehen Sie, ich bin ja eine blöde Kuh, ich sag's ja. Aber der hatte dann jedes Mal das fertiggebracht, mich zu verletzen, blöd hinzustellen. Und er hat gesagt, du verstehst mich sowieso nicht, blöde Kuh. Und ist dann wieder abgezogen. Türe zugeknallt und 14 Tage später holt er dann die Wäsche wieder ab und so. Gut, das ist nicht meine Beurteilung, was sie da war. Auf jeden Fall habe ich gesagt, Sie, das ist ja Ihr Mann. Das glaube ich nicht. Aber ich sage, beten Sie für Ihren Mann, machen Sie es für ihn. Für diesen Affen mache ich sowieso nichts. Also Sie, ich würde es machen, vorhin die ganze Küche zusammenstellen. Ja, für diesen Idioten, und hat sie geschumpft, mache ich überhaupt nichts mehr. Da habe ich jetzt 20 Jahre für die Katz gewaschen. Also Sie, wollen Sie noch mehr Ärger haben? Irgendwie hat sie dann den Schatten übersprungen können und hatte das Ablösungsgebet gemacht. Und siehe da, es hat praktisch in einer halben Stunde aufgehört, das war vorbei. Dann ruft sie an und sagt, sie, mir ist das jetzt passiert, jetzt habe ich 2 Tage Ruhe, es hat sofort aufgehört, bleibt das so? Also ja, ich hoffe, haben Sie es gut gemacht. Ich habe ihm wirklich vergeben und ich glaube, es ist gut. Ich habe gesagt, ja, er ist zu Ihnen gekommen. Er wollte von Ihnen eine Befreiung, dass Sie ihm vergeben. Er hat so viel Dreck am Stecken gehabt und so viele Schuldgefühle gegenüber von Ihnen. Er kann nie frei werden. Er ist beschuldigt und belastet von dem, was er an Ihnen angetan hat. Aha, ist das so? Wir wissen jetzt gleich, wenn der Affe weg ist. Gut, dann ist die Geschichte eigentlich fertig. Aber Sie sehen, wenn ein Mensch so vieles angerichtet hat, anderen leidend gemacht hat, ist er an dieser Person gefesselt. Er verliert Seelenanteile an diesen Menschen, dem sagt man Seelenaspekte, und wird nie mehr frei, bis man ihm vergibt, ihn loslässt. Und aus diesem Grunde rate ich Ihnen an, machen Sie abends mal ein Ritual, dass Sie all Ihren ehemaligen Tätern aus allen Zeiten und Räumen, insbesondere jenen, die Sie in diesem Leben nicht besonders geliebten oder Schwierigkeiten vergeben, bevor Sie es vergessen und bevor Sie derjenige Seele im nächsten Leben dann plagt, stört und verfolgt. Es ist also ein Ausgleich, aber vergessen Sie bitte auch nie, liebe Damen und Herren, wir waren nicht immer die Engel. Wir waren oftmals auch Täter. Und aus dem Grund müssen auch unseren ehemaligen Opfern danken und um Verzeihung bitten, dass wir da so unachtsam waren oder nicht liebevoll, weil wir hängen oftmals mit denen voll zusammen. Und aus dem Grund können sich Leute, die sich alle Mühe geben, auch das religiöse, spirituelle Denken einzuführen, keinen Schritt weiter, weil sie hängen an ihren Opfern fest oder Täter umgekehrt an ihnen. Das ist noch viel unangenehmer, wenn ich Täter um mich habe, und ja, mit denen eigentlich nichts im Hut. Die belästigen mich und belasten mich. Und das muss man auch in Betracht ziehen. Die meisten Menschen haben natürlich eine panische Angst, nur schon von dem Gedanken, ich muss sterben. Und was ist dann nachher? Oder glauben dann, ja, das muss schlimm sein. Es ist nicht so. Und trotzdem ist es so, dass mich das erwartet, was ich erschaffen habe. Nichts anderes. Die meisten Menschen, wie Sie und ich oder die meisten da, leben auf der anderen Seite ganz munter weiter wie wir. Wie wir jetzt sind, so in dem Zustand. Und nichts passiert meistens, das ist aber nicht so schlimm. Dumm ist einfach für den Menschen, der nicht glaubt, dass es ein Weiterleben gibt. Und Jesus hat das schon ganz deutlich an 3 Orten gesagt, bei seiner Heilreise da, an verschiedenen Orten. Am schlimmsten daran ist der Mensch, der nicht glaubt, dass er ewig lebt. Man verstand ihn nicht ganz.
Und er kommt nie an. Er bleibt in der Dunkelheit gefangen. Er schließt sich seinem eigenen Licht aus, also sieht nie mehr Licht. So ein Mensch so denkt, ich lebe jetzt Vollgas, hopp. Nachher gibt es sowieso nichts mehr. Das ist eine Realität, die man erschafft. Auf der anderen Seite gibt es dann nichts mehr, aber absolut nichts mehr. Nicht einmal mehr Licht, nicht einmal mehr Luft. Und das muss ein brutaler Zustand sein. Die schreien wie die Tiere, diese Menschen dort. Und das ist dann unangenehm, wenn solche Seelen dann kommen und um Hilfe schreien wie die Tiere. Aber eigentlich selbst verschuldet, wissen Sie. Gesetz von Ursache Wirkung hat da voll zugeschlagen. Glauben Sie immer an das Gute und einfach an die Zukunft, dass es weitergeht und im Positiven. Einfach nur schon positives Denken öffnet Türen und lässt alle Optionen offen. Sie müssen nicht vorstellen, wie es ist oder sein könnte. Und es braucht im Leben nicht unbedingt großartige Taten oder Werke, vor allem nicht auf der materiellen Ebene, um auf der anderen Seite die Höchststufen zu erreichen, sondern eigentlich das einfachste Wesen, das praktisch nie jemandem etwas Negatives angetan hat, nicht negativ gedacht hat, andere nicht beschuldigt und kritisiert hat, kommt auf der anderen Seite in die höchsten Genussebenen. Und die glauben das fast nicht, die können das fast nicht verstehen, diese Seele, und sagen dann, sie, ich habe einen Palast aus Glas, ich habe sogar Hausangestellte, die dienen mir, was habe ich verdient, ich bin nur eine einfache Mutter gewesen. Und das kommt dann ab und zu mal auch wieder zurück, dass solche Seelen sich melden und danken, vielleicht für eine Hilfe oder Hilfestellung. Das wird nie vergessen. Alles, was wir tun, ist immer gespeichert. Und das freut mich natürlich auch. Aber diese Seelen bleiben ja meistens dann dort und haben keinen Sinn mehr, daherzukommen, um irgendwie, ja, sagen wir mal, in die Dichte der Menschheit und Leiden einzutauchen. Andere sehr wohl, die vielleicht nicht so gut auf der anderen Seite angekommen sind, kommen oft vorbei zu den eigenen Kindern, Verwandten, Bekannten und versuchen, denen Mitteilungen zu machen. Mach bitte diesen Fehler nicht. Ich sehe, du hast ein Problem. Sonst schau das Problem, wo ich gehabt habe oder immer noch habe, entzieh dich diesen Problemen und dem, mach das. Jetzt ist es nur das Problem, wenn sie plötzlich so jemand spüren, der ihnen zu ihnen spricht oder sich ihnen nähert, kommt bei uns meistens Angst auf. Hühnerhaut, unangenehme Empfindungen. Weil es ist ein Mensch mit Leiden an sich, also Astralwesen. Ein Astralwesen unterscheidet sich speziell, wenn man sieht, dass man nur meistens den Kopf sieht und ungefähr bis da. Man kann oftmals nicht mal genau sagen, ist es eine Frau oder ein Mann. Also nur mehr der Kopf ist da. Aber wenn jemand das schon gesehen hat, auch im Traum, es gibt große Unterscheidungsmerkmale. Wenn Sie eine Seele sehen im Traum, die praktisch schwarz ist, schwarze Kapuze, das Gesicht schwarz, Sie wissen nicht einmal, wer es ist, können Sie davon ausgehen, es ist ein Wesen, der zu Ihnen etwas sagen will und in den tiefsten Keller Wohnungen einquartiert ist auf der anderen Seite. Man kann dort verschiedene Namen geben, es gibt verschiedene Wohnungen unter Terrain. Und wenn dann ein Mensch kommt, der einfach grau aussieht, also ich sehe auch grau aus, aber das Gesicht ist dann auch grau und nicht sehr glücklich, dann sieht man, der Mensch braucht Hilfe, diese Seele braucht Hilfe. Also er ist zu ihnen gekommen, um Hilfe zu beten oder will ihnen etwas mitteilen. Kommt ein Mensch in der Situation zu ihnen, wie er gelebt hat und dann auch gestorben ist, also normal aussehend, weder ganz glücklich noch ganz traurig, dann können Sie davon ausgehen, dann geht es relativ normal. Kommt aber jemand, wenn Sie das überhaupt je einmal sehen, in einem glückstrahlenden Antlitz und sogar im Lichtkleid, also richtig mit einem Rock oder langen Kleid oder Hemd, der strahlt, leuchtet, dann haben viele die Meinung, es ist ein Engel. Aber es ist dann eine Seele, die in der Glückseligkeit eigentlich lebt, auf der anderen Seite, möchte vielleicht einfach eine Mitteilung machen. Sind aber so selten, also unvorstellbar selten. Ja, die haben oftmals gar nicht große Lust, zu uns zu kommen. Man muss sich vorstellen,
wenn Sie in den Ferien sind und sich diese Ferien gewünscht haben jahrelang, kehren Sie nicht freiwillig zurück, um vielleicht auf einen Miststock da ein paar Würmer zu suchen. Also das ist dann einfach total fremd und die kommen nur zurück, um etwas mitzuteilen. Oder sagen, schau, es gibt auf der anderen Seite schöne Seiten. Es kann dann für uns einen entscheidenden Impuls sein, zu glauben, es gibt ein Jenseits oder es gibt ein Weiterleben. Eigenartigerweise, wenn Leute mir das erzählen, konnten sie diese Seelen meistens nicht erkennen. Weil in dieser Glückseligkeit ist ein Mensch in der schönsten Ausdruck seines Seins und oftmals im Alter von 20 bis 25 Jahren dargestellt. Wenn Sie aber eine Großmutter haben mit 85, kennen Sie die nicht, wie sie aussah als 25. Darum kennen viele dann ihre eigenen Angehörigen gar nicht und denken, hier ist ein Engel. Ja, ist nicht unbedingt, aber nahe dran, oder? Aber das ist eigentlich das, dass Sie wissen, wie die Zusammenhänge sind. Jetzt das Sterben an und für sich ist eigentlich eine gewisse Kunst. Wie gesagt, wenn man Angst davon hat, kann es schwierig sein, loszulassen. Wenn jemand ziemlich viel Güter hat, Materie, und an dem hängt, das ganze Leben geschuftet hat für die Materie, hat er natürlich unter Umständen Schwierigkeiten, das loslassen zu müssen oder zu wollen. Und die Materie bindet diesen Menschen dann und er kann praktisch dann auch nicht leicht sterben. Es gibt so ungefähr zwei Hauptgruppen, wenn man beobachtet, wenn Menschen sterben. Alte Menschen, ich rede von Alten, die in Betten liegen. Der eine Fall ist dann einfach so, dass der Mensch abgeschlossen hat mit sich. Er hat gemerkt, ich bin schwächer geworden. Ich glaube, ich lebe nicht mehr lange. Ich habe Frieden geschlossen mit meinen Angehörigen, meinen Kindern, habe alles verteilt. Es ist alles gut. Und ich freue mich jetzt einfach auf das, was kommt. Ich bin sicher, es wird gut. Der Mensch schläft praktisch friedlich ein und beim Sterbevorgang windet sich die Seele aus dem Körper aus, steht oftmals einen Moment an der Rückwand, hängt vielleicht auch an der Decke 2 Minuten und entschwindet. Um das Bett herum stehen 3 bis 6 verschiedene Seelen, vermutlich seine bekannten Verwandten, die sozusagen ihn abholen. Die wissen, es kommt unser Verwandter, Bekannter zu uns, holen ihn ab. Und es ist eigentlich ein schöner Prozess. Der Mensch lächelt, ist entspannt, lässt los, ist tot, Feierabend, die Seele ist weg. Wäre normal. Und die Nahtodeserfahrungen, die viele Menschen schon hatten, geht in diese Richtung, nämlich durch diesen Kanal hindurch, wo alle müssen. Das ist eigentlich schon, Jesus hat davon gesprochen. Und in diesem Kanal kommt jedem Mensch eigentlich all das in den Sinn und wird ihm gezeigt, was wir erlebt haben. In diesem Leben natürlich, alles, was wir schon dabei haben, ist hier gespeichert. Aber alles, was wir gemacht haben, das Gute und das Schlechte. Und für viele ist es dann ein Entsetzen, wenn sie sehen, mein Gott, ich habe alles falsch gemacht, ich habe es nicht verstanden, nichts begriffen. Und bevor sie fast auf dem richtigen Ort ankommen, haben sie schon den Druck wieder, ich muss zurück, ich muss das löschen, ich muss das lösen, ich muss sofort zurück. Das ist dann nicht in jedem Fall so leicht getan und auch nicht möglich. Auf jeden Fall müssen Sie sich vorstellen, wie diese Nahtodeserfahrungen, die meisten Menschen das gesehen, kommt man auf einen großen Platz auf der anderen Seite von diesem Kanal und dort werden die Menschen sozusagen sortiert, ich sage es mal so. Jeder bekommt das, was er verdient. Und wir beurteilen uns selber. Niemand ist dort, der sagt, du kommst dann an die unterste Kiste und der andere dort oben. Wir sehen sie als ein. Wir haben sie jetzt gerade im Film gesehen und können uns selber beurteilen, wo gehören wir hin. Und dann bleiben die Seelen da, je nachdem, wo sie dann sich zurechtfinden können, werden geschult, oftmals auch geheilt, gereinigt, gestärkt und vorbereitet für das, was sie vorhaben. Jetzt, wenn der Druck und die Sehnsucht groß ist, wieder zurückzukehren, ist das relativ auch möglich für viele. Sie können gehen, es steht ihnen niemand davor, wenn es niemandem schadet. Es gibt schon Kontrollorgane dort. Und andere, die haben dann wirklich das Glück, dort wirklich einfach zu sehen, ich habe alles erledigt, Glückspilze, die haben kein Bedürfnis mehr zurückzukehren. Sie sind dann einfach sozusagen dort daheim.
nach den Seelenebenen in der Astralebene ist eigentlich eine Wiedergeburt der Seele möglich. Und das ist das, was man in der Kirche so sagt, die Auferstehung. Es gibt nach der Seelenbewusstsein vom Mensch, der Mensch ist immer noch die Seele, oder zusammengesagt, Körper, Geist, Seele, ist dort das Gefühl noch, gibt es eigentlich die Loslösung vom Körper, das ist nur noch die Seele. Aber das ist jetzt nicht das Thema von heute. Es gibt noch schönere Ebenen. Nur schon das sind viele Seelen und Menschen glücklich, wenn sie nur schon dort sind. Viele arbeiten da x Zeit und kommen nie dorthin. Es sind oftmals kleinere Sachen, die uns festhalten, und oftmals größere. Der andere Fall, der gegengesetzte Mensch, der da auch krank im Bett liegt, wartet auf seinen Tod. Er ist ein materiell verhafteter Mensch, vielleicht ein Greis oder Greisin, die hat unter dem Bettdecke noch 3.000-4.000 Kröten versteckt und krallt sich an der Matratze fest, dass ja niemand dieses Geld nimmt, könnte jemand stehlen, und kann nicht loslassen. Bei diesen Sterbenden kann man feststellen, wenn die kalt und steif sind, die halten sich an der Matratze im Bett fest. Verzerrtes Gesicht, Angst, ungutes Gefühl, wenn man die anschaut. Und der Sterbevorgang ist ganz was anderes. Der Mensch, wenn er dann keine Kraft mehr hat, nicht mehr atmet, sitzt er sich im Körper auf, schlägt meistens seine Beine neben das Bett, steht auf und steht an der Wand oder in der Nähe. Wie tot natürlich, ganz klar mit toten Augen, und schaut auf den Körper. Er versteht überhaupt nichts. Er sieht seinen Körper dort liegen und kann nicht begreifen, was passiert ist, und ist eigentlich in einem Zustand wie vielleicht ein Mensch beim Nachtwandel. Man könnte sagen, ein Teil schläft, ein Teil ist wach, aber kann gar nicht wahrnehmen, was da passiert ist, weil er ist zu fest am Körper gebunden und an der Materie. Der Körper wird weggeräumt, eingesagt, er bleibt dort, er kann sich nicht bewegen, ist wie blockiert. Wenn ich zum Beispiel in Altersheime gehe, oder dort hellsichtige Krankenschwester oder Pflegerinnen getroffen, sagen die das? Sie davon haben ein Zimmer, 7, 8 Seelen stehen da drin. Wir bringen sie nicht weg, helfen Sie bitte uns. Habe ich schon auf einer Etage 210 Seelen gehabt. Das, gerade dieses Alterspflegeheim stand natürlich 35 Jahre und das andere 45. Da haben wir in einem Altersheim und Alterspflegeheim etwa 500 Seelen gehabt. Die haben gar nicht begriffen, dass sie gestorben sind. Und schon die Einstellung von einem leidenden, alten Menschen ist das Entscheidende. Haben Sie vielleicht auch schon gemerkt? Die einen sagen, ach, ich werde immer jünger, mit mir geht es aufwärts, der Positivdenkende. Der andere sagt, oh, ich werde jeden Tag schwächer, mit mir geht es abwärts. Das sind schon ganz verschiedene Schienen, und auf denen bewegen wir uns dann meistens, entweder aufwärts oder abwärts. Es ist aber so, Himmel und Hölle ist nicht oben und unten, aber wir verstehen das so. Also es gibt da in der geistigen Welt keine oben und unten. Ist klar, wir drehen uns auf alle Seiten. Und es fragen sich viele auch, Jesus wurde auch gefragt, wo ist denn der Himmel und wo ist die Hölle? Hat er ganz eine klare Antwort gegeben, und die ist entscheidend, das sehe ich heute auch so, schon immer so gesehen. Er hat ein ganz gutes Beispiel erzählt. Es sitzen auf einem Bank zwei Menschen. Der eine ist ein einfacher Bauer von der Wüste, und er ist anständig zu den Menschen, Angehörigen, zu den Bettlern, und gibt immer etwas. Er hilft ihnen. Da sagt Jesus, der glaubt, wenn er stirbt, geht es ihm besser. Er hat sich einfach gesagt, wenn ich sterbe, ist es sicher 10-mal schöner als bei mir in der Wüste draußen. Und wenn der stirbt, wird er eigentlich schöne Ebenen erreichen, weil er ist eigentlich ein Engel, der den Himmel noch nie verlassen hat. Wo er ist, ist der Himmel. Der andere neben ihm ist ein Geschäftsmann, ein sehr egoistischer und böser Mensch. Er hat alles versucht zu stehlen und hat jeden Menschen versucht, noch das Letzte herauszureißen. Zu seinem Nutzen, hat andere betrübt, Drogen und so weiter. Und sieht immer nur das Schlechte bei anderen, dabei ist er der Schlechteste von allem. Da sagt Jesus, weißt du, wo der ist? Das ist ein Teufel, der hat die Hölle noch nie verlassen. Um ihn ist die Hölle, er ist in der Hölle und bleibt in der Hölle. Und das ist so. Ein Mensch, der so ist, hat die Dunkelheit noch nie verlassen.
und kehrt auch praktisch nicht örtlich gesehen an einen Ort zurück. Er ist eigentlich quasi noch gar nie losgekommen von seinem Herkunftsland. Müssen wir uns irgendwie so vorstellen. Und Hölle, was heißt das schon? Hölle kann sein, dass in mir eine Leere ist, die mir Panik macht. Das kann die Hölle sein. Hingegen der erfüllte Mensch, der liebt, aber auch sich liebt und alles andere als dankbar annimmt, das Schöne in der Natur sieht, ist ein begnadeter Mensch. Und wissen Sie, ja, wir haben jetzt natürlich unseren Papst gehabt, ist selig gesprochen worden, aber es ist natürlich PR-Aktion, wissen Sie. Meinen Sie, Sie sind nicht selig? Sonst wären Sie ja nicht da. Jeder von uns ist selig. Jeder von uns hat eine Seele. Ohne Seele leben wir gar nicht. Es ist keiner mehr als jeder andere. Und erinnern wir uns, was Jesus gesagt hat. Es gibt nie einen, der über dir ist. Es gibt aber auch nie einen, der unter dir ist. Wir sind alles Brüder und Schwestern. Und es gibt nie jemand, der dir das Heil verkünden darf und schwarz angezogen ist. Das ist ganz klar. Ein schwarzer Mensch ist ein schwarzer Mensch. Also es ist seine Meinung und ich glaube, ihm können wir glauben. Und wir spüren es auch, was heute läuft. Das läuft vieles schief. Sie werden sehen, es verschwindet dann mit der Zeit. Aber, liebe Damen und Herren, wir sind ja alle gleich. Lassen Sie sich nie von jemand etwas vormachen oder eine Sünde aufdrücken. Wenn Sie an die Sünde glauben, ist es schlecht. Aber wenn Sie sich vorstellen, wir sind alles Kinder vor dem Schöpfer und bleiben es vermutlich noch lange, haben Sie schon je daran gedacht, ein Kind zu bestrafen, das etwas noch nicht verstanden hat? So sind wir vor dem Großen und müssen nie Angst haben. Wir sind eigentlich große Kinder. Wir haben viele Fehler gemacht. Aber wir lernen daraus und so hoffe ich, dass wir lernen können. Das ist das Entscheidende. Und darum ist auch die Qualität von der Zukunft das, was ich eigentlich auch in mir sehe. Wenn ich mich als nichts ansehe, nicht würdig oder schlecht, Todsünder, Sie, dann sind Sie ziemlich in tiefen Stockwerken auf der anderen Seite. Gott hat seine Kinder lieb. Wenn ein Kind sagt, ja, ich bin ein Schlechtes, ja, dann kannst du runtergehen. Etwa so. Er verzeiht uns unsere Fehler, respektive es ist ihm ziemlich gleich. Er leidet oder ist unglücklich, wenn es uns nicht gut geht. Sie müssen immer die Parabel oder die Parallele ziehen zu Ihren eigenen Kindern. Sie haben den Kindern alles gegeben. Sie lieben Ihre Kinder, Ihre Töchter, Ihre Söhne, tiefstem Herzen. Auch wenn Sie sie verletzt haben. Sie haben alles gegeben und müssen sich nie einen Vorwurf machen, ich habe es nicht gegeben. Sie können nicht erwarten, dass Sie eine Reaktion oder positive Reaktion haben. Das ist dann die Geschichte von den alten Leben. Aber von einem gewissen Alter aus sind diese Seelen autonom und absolut für sich selbst verantwortlich. Sie als Eltern sind nie verantwortlich, was das Kind macht, wenn sie alles gegeben haben, was sie konnten. Machen Sie sich da keine Vorwürfe und keine Selbstbeschränkungen oder Selbstbeschneidungen. Von einem gewissen Alter an sollten wir unsere Kinder seelisch trennen, alle Bänder abschneiden, und zwar so, dass die ihre Eigenverantwortung übernehmen können. Wenn Sie als Eltern die Kinder nicht loslassen wollen oder können, beschränken Sie die im Ausdruck ihres Seins. Als Beispiel diene das, wenn Sie als Mutter Angst haben, wenn ein Kind in die Schule geht. Sie leiden zu Hause als Mami, das Kind könnte verunfallen, getötet werden, was weiß ich was, das ist alles Schlimmste passieren. Sie haben keine Lebensqualität mehr, sie leiden und das Kind ist mental geschwächt. Es spürt, meine Mami hat kein Vertrauen zu mir, es ist telepathisch mit ihnen verbunden, über den Bauchnabel, immer. Es spürt, dass sie leiden und das Kind leidet auch. Und sie spüren umgekehrt, dass das Kind auch leidet und das ist dann eine nicht gute Geschichte. Wenn Sie einem Kind sagen morgen, ich freue mich, du bist ein intelligentes Kind, du kommst gut dort an und zurück, die Engel oder die geistigen Wesen der Liebe beschützen dich. Ich vertraue dir. Das Kind hat Freude, ist achtsam, ihnen geht's gut, weil sie wissen, sie können sie sowieso nicht verändern. Aber die Schwächung ist die Gefahr, dass genau das passiert, von dem sie Angst haben. Weil es ist wie eine Bestellung. Unterschätzen Sie Ihre Gedankenkräfte nie, weil sie schwächen den Menschen und das Kind
dem Kind unterläuft dann genau das, was sie vermutlich fast erwarten oder Angst haben. Und das ist das Missverständnis, das viele haben. Sie meinen, das sei echte Liebe. Und ist eigentlich genau das Gegenteil. Aber es ist das Verständnis. Wir brauchen da gegenseitig Akzeptanz und kraftgebende Energien. Es ist sehr wichtig, dass wir das lernen. Auch wenn wir Eltern haben, die leidend sind, Schwierigkeiten haben in ihrem Leben, sind wir als Kinder, als Erwachsene, nicht verantwortlich für das, was die Eltern erschaffen haben. Können wir ja nicht, sie sind ja meistens 30 Jahre älter als wir. Und wir müssen nicht leiden wegen den Eltern. Wir können ihnen nur Unterstützung geben, wenn wir selber gesund und stark sind. Aber nicht Leiden aufnehmen. Was nützt den Eltern das, wenn wir dann krank sind? Gefahr vom Mitleiden ist schneller übernommen, das Mitleiden, als dann wieder gelöst. Es ist wie ein Befehl an den Körper. Das muss man auch berücksichtigen. Das sind so Zusammenhänge, die eigentlich relativ einfach und verständlich dann auch wirken. Viele Seelen und viele Menschen haben natürlich in vielen Leben immer wieder Niederschläge bekommen, also Rückschläge, werden geplagt, gequält und sind natürlich oftmals nicht Optimisten. Die reden den ganzen Tag negativ. Wenn du mit denen sprichst, die sehen immer das Negativste und wenn du nicht einmal weißt, dass da was Negatives dran ist, sie suchen es buchstäblich. Und wenn du mit denen dann redest, sagen die, ist nicht möglich, glaube ich nicht, geht nicht. Habe ich nie gehört, mein Vater hat es auch nie gemacht und so weiter. Auf die suchen dann das Negative und die bleiben in ihrer Negativität zum Teil gefangen. Sie haben es nicht anders gelernt. Also von den Eltern vielleicht übernommen, sozusagen kopiert. Und wir entdecken uns, je älter wir werden und Kinder haben, dass wir oft ganz gleich sind wie unsere Eltern. Das kann soweit gut sein, das kann aber auch natürlich auch ein Problem sein. Der erwachende Mensch muss spüren, dass ich nur das übernehmen sollte, was mir nützt. Und schon 20 Jahre zurück oder 30, meine Eltern hatten ein anderes Leben als wir jetzt oder wir jetzt auch in die Zukunft. Wir können sie und sollten sie nicht kopieren. Aber wir dürfen auch die Eltern nicht verurteilen. Das ist ein riesen Handicap für meine Seele. Ich erlaube mir, sie zu verurteilen, weil sie das und das nicht gemacht haben. Aber die haben das nicht gelernt, konnten sich nicht anders ausdrücken, bekamen keine Liebe und konnten natürlich an ihnen auch diese Liebe, nach der sie lechzen, nicht geben. Aber haben sie das Recht, die Eltern für das zu verurteilen? Ich meinte nein. Aber was sie daraus lernen können, ist, dass sie es viel besser machen. Und ich sage oftmals den Leuten in der Therapie, wenn sie so jammern, meine Eltern sind schuld für mein Leben, ich bin jetzt ledig, die Mutter hat mir alles versaut oder der Vater, sage ich, sie haben es nicht gemerkt, die Lektion. Sie müssen ja den Vater und Mutter nicht kopieren. Und sie müssen nur dort, wo sie meinen, er hätte Fehler, machen sie es anders. Aber sie haben es ja gleich gemacht. Und so weiter. Viele merken das dann nicht, dass sie die gleichen, ja, sogenannten Fehler dann wiederholen anstelle von Korrekturen. Aber mein Vorbild ist oftmals auch das Schlechte, dass ich merke, so mache ich es nie. Ich werde es besser machen oder ich gebe mir Mühe, nicht so zu sein. Das ist oftmals bei vielen unbemerkt eingeschlichen, dass sie dann in Selbstmitleid quasi versinken. Eltern, Großeltern, Schule, Lehrmeister, alle verurteilen, alle sind schuld. Aber sie haben die Eigenverantwortung nicht gelernt, verstehen sie nicht anzuwenden und haben dann oftmals selbstzerstörerische Gedanken gegen sich. Und die anderen sind schuld. Aufgepasst, solche Menschen müsste man ab und zu mal den Spiegel hinhalten und sagen, du, wach auf. Ich bin nicht mehr bereit, dein Fußabtreter zu sein. Mach einen anderen Schritt, geh in die richtige Richtung. Oder man muss sich distanzieren von diesen Menschen, sonst hat man mit der Zeit das gleiche Problem. Wir merken es dann oft nicht. Und solche Behaftungen muss man dann irgendwann auch lösen, weil oftmals geht das über unser Unterbewusstsein in uns hinein. Wir merken es nicht, wir haben es aufgenommen und im dümmsten Moment kommt das zum Vorschein.
Stellen Sie sich als Beispiel vor, Sie haben eine Freundin, die ließ sich vom Mann scheiden. Aber vorher war sie nach 5 Jahren jeden Tag bei Ihnen in der Küche und jammerte über ihren Mann oder schimpfte über ihren Mann. Ließ sich scheiden. Und Sie haben immer zugehört, haben ab und zu mal Ihre Meinung geäußert, aber es hat sich dann nichts verändert. Und plötzlich sagen Sie, ich mag das nicht mehr hören, was die da erzählt, ich mag die nicht mehr sehen. Und Sie haben sich dann oftmals versteckt in der Wohnung, dass Sie nicht mehr die Türe öffnen mussten. Plötzlich dreht es in Ihnen nach einer gewissen Zeit und dann beginnen Sie Ihren Mann auch kritisch anzuschauen. Wenn nur ein Wort falsch ist, plötzlich denken Sie, was die andere gesagt hat vor 5 Jahren. Ja, ist es jetzt mein Mann auch so einer, dann schlimmer Finger und so weiter. Plötzlich sehen Sie alles negativ und dann geht es dann relativ schnell, wird auch diese Ehe dann auch noch kaputt gemacht und geschieden. Es ist eine Verseuchung oder eine Infiltration gewesen von negativen Mustern, Gedanken, was auch immer. Man sieht dann plötzlich nichts mehr Positives und nur noch das Gegenteil davon. Aufgepasst, solche Muster greifen. Wir merken es oftmals nicht. Passen Sie auch auf mit Fernsehsendungen. Wie lange wird dann was gequasselt da von Politikern und wer auch immer, Wirtschaftsexperten? Und viele Leute glauben es. Schauen Sie mal das Beispiel an von der Krise in Deutschland. Das war vor 4 Jahren so eine Krise. 3 Jahre vorher begann man, es kommt eine Krise. Es kam eine. In der Schweiz hat man keine Zensur, man hat sich beschlossen, wir erzählen nichts über die Krise. Wir hatten keine. Immer noch keine. Und wenn man an die Krise glaubt, kommt sie. Es kommt noch viel verreckter. In kurzer Zeit wird das Geld verschwinden. Bei uns natürlich auch. Das ist global und total durcheinander. Dann müssen wir uns dann arrangieren. Aber das ist einfach nur so gesagt, die Mechanismen. Wenn ich lange eigentlich angelogen werden und etwas da gesagt werden wird, glauben wir es. Und das ist das Kollektivbewusstsein von uns allen. Wenn wir denken, es geht uns schlecht, hören Sie das eine gewisse Zeit, es geht an Ihnen vorbei und plötzlich ist dann wirklich an einem Tag etwas nicht so optimal. Dann denken Sie auch, jetzt ist es passiert, es ist eine Krise oder etwas Negatives oder mit Ihrer Partnerschaft etwas total Schlechtes. Versuchen Sie da positiv zu bleiben und ziehen Sie oftmals den Fernsehstecker aus. Haben Sie das nötig, diesen Müll? Wissen Sie, überlegen Sie mal, die glücklichsten Menschen, die ich kenne, haben keinen Fernseher mehr, haben weggesteckt. Weggestellt. Es geht ihnen viel besser, der ganzen Familie. Die haben es gemerkt, von sich aus. Und wenn sie hellsichtig sind, würden sie nie mehr einen anschalten und sagen, da kommt richtig wie Mist raus. Und was für absurde Energien. Jetzt je nachdem, wie sie in Resonanz gehen mit diesen Energien, kann es sein, dass sie nachts nicht mehr schlafen können, schweißgebadet, Albträume haben oder schlechte Träume, weil ihr Verstand und ihre Seele kann das nicht verdauen. Nicht einordnen und nicht ablegen. Es ist der unverdauliche Müll. Und am Morgen sind sie wie geredet. Wenn sie Pech haben, haftet dann etwas an, etwas Negatives, und sie machen es wieder und sind dann süchtig, können gar nicht mehr loslassen. Wenn aber jemand das noch merkt, zieht er den Stecker raus und sagt, das habe ich nicht mehr nötig. Überlegen Sie mal, liebe Damen und Herren, haben wir nötig zu wissen, wenn in der Karibik dann wieder vielleicht ein Erdrutsch ist und vielleicht 50 verschüttet werden, oder Venezuela oder Südafrika. Naturereignisse hat es schon immer gegeben, wird es immer geben. Und hier herum kommen wir nicht mehr, es kommt immer mehr. Aber da ist die Gefahr, dass wir dann plötzlich eigentlich ein Leiden übernehmen von denen. Danke vielmals, Herr Kammerdiener. Danke vielmals. Herr Theaterdiener. Danke. Ohne dass wir da merken, was mit uns passiert. Wir sinken dann ab in Verzweiflung, haben Mitleid mit denen, ist ganz klar. Aber es stirbt kein Mensch auf der Welt per Zufall. Es ist alles irgendwie in uns schon gespeichert. Wir haben verschiedene Möglichkeiten zum Wählen. Aber es ist nicht ein Leid. Diejenigen haben karmisch so entschieden, in der Familie, im Clan, im Volk, Kontinent, kontinental sind Energien da, Kollektivbewusstseins, die steuern. Wir sind das, die dahinter stehen. Und aus diesem Grund sollten wir in diesen Gedankengängen keine Energie mehr reingehen, sondern vielmehr uns auf uns selber konzentrieren.
Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern Sie müssen sich verstehen lernen. Wenn Sie nur nach außen orientiert sind, vergessen Sie dabei, wer Sie sind, was Sie tun wollen und verlieren die Spur, den Faden oder eigentlich Ihren Seelenplan. Vergessen Sie. Sie werden abgelenkt, Energien gehen verloren und Sie enden dann am Ende mit Verbitterung. Was viele Menschen nicht wissen, dass man sich lieben sollte. Viele haben das in verschiedenen Leben zuvor verlernt oder es wurde ihnen ausgeprügelt. Man hat gesagt, du musst immer hinten anstehen, hast keinen Anspruch, vorne zu sein und so weiter. Du bist nichts wert, du bist vor Gott überhaupt nichts, du darfst dem nicht einmal einen Zehennagel küssen und so weiter. Das ist alles Schmarrn. Dabei ist das Göttliche in uns. Sollten uns mal küssen, ja, küssen wir Gott. Zum Teil. Das ist schon eine andere Perspektive. Aber viele leidende Menschen kommen zu mir, die können sich im Spiegel nicht anschauen, können sich nicht annehmen, nicht zu sich stehen, lehnen sich ab und werden krank. Kein Arzt auf der Welt kann denen helfen, wenn die nicht das Steuer umreißen und sich dann verändern. In dem Sinn, dass sie eigentlich merken, um was es geht. Das ist oftmals ein Prozess, oftmals geht es schnell. Oftmals lernt man auch im dümmsten Leiden noch was, aber es geht in diese Richtung. Und das Leiden auf der anderen Seite ist immer noch das Gleiche. Es verändert sich kein Mensch auf der anderen Seite. Es ist das ein Irrtum, wenn man denkt, ja, wenn ich dann sterbe, komme ich dann in den Himmel und mir werden dann seidene Nachthemdchen angehängt oder eingekleidet und ich bekomme wunderbare Flügel, womöglich noch einen Außenbordmotor. Aber das ist ein Irrtum. Nichts, sowas gibt es. Wir haben alles, das wir erschaffen haben, wird uns dann präsentiert und wir müssen mit uns selber da fertig werden. Jetzt ist der Probegalopp, respektive der Endspurt, hoffe ich für viele. Es ist nicht das Ziel von allen da, immer wieder zu kommen. Es ist ja Arbeit. Es ist ja nicht immer nur Eitelfreude. Und unsere Seelen hätten gern so schnell wie möglich diese Arbeit abgeschlossen und würden gern weggehen und frei sein. Das ist unser Bestreben, das spüren wir oftmals. Viele Menschen haben in dem Bereich Schmerzen, so unter dem Brustbein, Solarplexus ist ein wichtiger Punkt, und wissen nie, gehen zum Arzt, lassen sich untersuchen und er kann natürlich nichts finden. Es ist ein seelischer, emotioneller Schmerz. Das sind alte, gespeicherte Leiden oder Erinnerungen, die sich zeigen. Es kann vielleicht zu einem Halt kommen, wenn ich da Schmerzen habe, habe ich Angst. Und dann versuche ich dann vielleicht zu suchen, was es sein könnte. Sie müssen sich vorstellen, alles, was wir schon erlebt haben, ist in uns gespeichert. Es geht nichts verloren. Das ist noch das Rätselhafte in der ganzen Geschichte. Viele denken, ja, damals war ich schöne Wildsau, habe ich Schlechtes gemacht, aber ich habe es jetzt vergessen, es ist vorbei. Nichts ist vorbei, gar nichts. Das Gute bleibt uns zum Glück erhalten, aber das Negative sehr wohl auch. Und das ist dann oftmals das Unangenehme, es zeigt sich dann oftmals wieder mal und erinnert uns. Nur können wir es dummerweise nicht verstehen, weil unser jetziger Verstand ist mit dem Körper zusammengewachsen. Also wir sind nichts gewachsen, wir haben uns schulen lassen, verschulen lassen und unsere intuitive Seelenkapazität ausgeschaltet. Aber wir sind jetzt halt Menschen mit Schulbildung und haben dafür unseren seelischen Verstand ausgeschaltet. Wir haben praktisch keinen Zugang mehr mit zur Seele. Und aus diesem Grund sind diese alten, noch nicht erledigten Arbeiten schwierig zu erkennen. Und wir sind alle geschützt. Es hat aber auch seine Vorteile. Die geistige Welt weiß schon, warum das so ist. Würden wir sehen, was wir schon gelebt haben oder anderen angetan haben, für viele wäre das Leben nicht mehr lebenswert. Weil von dem Moment an, wo ich das erkennen muss, was ich für eine Figur da war, hätte ich ja dann den Lebensmut nicht mehr. Ich würde mich nicht mehr um die Leute getrauen. Oder würde mich dann diese Verantwortung sofort wieder versuchen zu entziehen und mich umbringen, weil ich da denke, das schaffe ich ja nie, den Ausgleich, was ich da angerichtet habe. Zum Glück sind nicht alle Menschen mit so Belastungen da, aber doch kleinere, noch gravierende sind da. Wenn ich meinen Körper abgelehnt habe,
verachtet, zerstört habe. Ist es ein Vergehen gegen das Geschenk von unserem Schöpfer? Unser Körper ist ein Fremdkörper für die Seele. Wir benutzen ihn. Er ist sozusagen mein Begleiter. Ich bin nie der Körper. Als Seele bin ich nie der Körper. Nie. War es noch nie. Werde es auch nie sein. Der Körper ist mein Gefährt. Wir sind Geister im Körper. Aber wir brauchen einander. Wir müssen miteinander arbeiten oder zusammenleben. Jetzt, wenn ich den Körper ablehne oder als nieder und schlecht, wie die in der Esoterikbranche oftmals gekommen ist, als schlecht deklariere, für mich belastend, dann mache ich natürlich einen gröberen Unfug und Fehler und der Körper verzeiht mir das dann auch nicht so schnell. Er reagiert und ich werde postwendend krank. Dann stellen Sie sich jetzt einfach vor, das Dreigestirn, dass die Dreifaltigkeit ist eigentlich in uns. Körper, Geist und Seele, oberflächlich gesehen. Wir haben einen vierten Körper, das ist der Kausalkörper, der ist um uns herum. Das sind die Erinnerungen und alten Leben, die begleiten uns. Ohne die sind wir hier da ziemlich im luftleeren Raum. Das sind die verletzten und erlebten Gefühle, gleichzeitig die Emotionen und die Elementare, die sind da gespeichert. Und in uns ist eigentlich das Leben als Film aufgezeichnet mit allen Details, jedem Detail. Wir haben einen unglaublichen Speicher in uns, aber praktisch keinen Zugang. Jetzt, wenn wir etwas finden, das uns stört im Leben, kommen alle diese paraten, damals parallel erlebten Realitäten zum Vorschein. Denken Sie zum Beispiel an Muster wie Ängste. Die kommen wie aus dem Nichts, sind in einer glücklichen Gesellschaft, plötzlich haben Sie Angst, als Beispiel. Es kann aber auch Zorn sein, Wut. Es kann zum Beispiel Trauer sein, wie aus dem Nichts ein Schmerz irgendwo. Oder vielleicht eine Sucht, mitunter Panik. Wir haben keine Ahnung woher und viele Menschen sind da nicht therapierbar. Das ist aus alten Erlebnissen und zeigt sich ab und zu. Es will angeschaut werden, es will aufgelöst werden. Aber oftmals verstehen wir nur Bahnhof. Aber die beste Möglichkeit ist das, ich nehme dieses Muster auf und löse es augenblicklich auf, befreie es, weil ich es ja kreiert habe. Nicht wie ein Hund wegscheuchen. Nicht einfach sagen, du bist nichts, ich will dich nicht. Das löst noch nichts, gar nichts. Oder denken, ja, ich schaue dann das an, wenn ich ins Bett gehe. Sieh, was rufe ich? Keine Ahnung, weiß ja nicht, was ich rufe. Es lohnt sich jeden Tag, diese kleinen Arbeitsputzle anzunehmen. Es ist immer eine Minute Zeit. Zum Beispiel, wenn Panik auftritt, ist es aber so, dass man es allein nicht lösen kann und löscht es fast ab, kann man gar nicht mehr denken oder kann nicht mehr sprechen. Aber ich habe da Muster, die werde ich nach der Pause Ihnen erzählen, wie der Mensch dann blockiert ist. Ich kann diese Erlebnisse Schritt um Schritt oder Schicht um Schicht lösen. Sagen wir jetzt mal Angst. Viele Menschen von uns kennen das. Ich glaube, es gibt keiner da, der nie Angst hatte. Jetzt kann man die Angst noch verstärken, weil ich Angst habe vor der Angst und wegen der Angst noch mal Angst. Das sind dann wie Bäume, die sich Kronen wachsen lassen. Stellen Sie sich vor, Sie können oben nicht die Angst lösen. Sie müssen die Wurzel wärmen. Also, ein einfaches Ritual, ich habe es in den Büchern beschrieben, absolut hundertprozentig wirksam, das kann jeder von uns, wir sind ja uns selber nah. Komm, Angst, ich kenne dich, ich habe dich erschaffen, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht einmal warum und ich weiß nicht einmal in welchem Leben. Aber du verfolgst mich, du zeigst dich mir immer, plagst mich und erinnerst mich an dich. Ich nehme dich auf, komm an mein Herz, du bist sozusagen mein Kind, aber ich gestatte mir jetzt, dich von mir zu weisen, respektive dich aufzulösen. Ich habe dich kreiert. Ich bitte dich, lieber Schöpfergott, lieber Heiland oder lieber Engel, helf mir, ich will diese Angst auflösen im Licht. Ich will frei sein und ich danke euch, ihr lieben Engel, dass mir helft. Paff, die Angst ist weg, komm nie mehr. Aber wissen Sie, ich habe dann solche Fälle, wo die Angst in Panik ausartet. Der Mensch ist nicht mehr einsatzfähig, getraut sich nicht mehr aus dem Haus und so weiter. Oder in der Nacht Panik. Dass man dann einen Partner braucht oder die Frau, die uns dann unterstützt und eigentlich uns hält.
und gleichzeitig diese paar zwei Sätze sagt, dass wir es nachsprechen können, weil wir sind so blockiert, dass wir nicht mal mehr sprechen können. Also in der Panik brauchen wir Hilfe von einem vertrauenswürdigen Menschen. Und wir können die Panik nicht lösen, wenn sie nicht da ist. Ich muss sie also provozieren oder auslösen oder dann jemand direkt neben mir zu haben, wenn ich weiß, jetzt ist die Panik da. Da habe ich Fälle gehabt beim Autofahren, beim Bergsteigen, im Lift einsteigen, Flugzeug einsteigen, Panikattacken. Und ich muss mit diesen Menschen in diese Situation gehen, die Angst oder Panik auffordern, lösen und dann war sie in 10 Minuten, 5 Minuten weg. Nie mehr gekommen. Ist einfacher. Tragischerweise muss ich auch sagen, dass Psychologen und Psychiater vielleicht an diesen Leuten schon ein Jahr rumlaboriert haben. Aber das Einfachste wissen sie dann oftmals nicht. Das dunkelt mich fast eine Beleidigung für die Patienten. Wenn ich denen das in einer Viertelstunde löse, die anderen haben ein Jahr oder zwei Jahre oder 10 Jahre daran gearbeitet und haben es nicht entdeckt. Dabei ist es so etwas von einfacher. Vergessen Sie nie, das Große ist einfach. Das Komplizierte ist eine Täuschung. Also da, in diesem Sinn und Geist, machen wir jetzt eine Pause. Liebe Damen und Herren, die Zukunft, die Vergangenheit und das Jetzt ist für uns einfach ein klarer, definierbarer Teil von unserem Verstandesdenken. Aber in uns und in der geistigen Ebene existieren diese drei Stufen nicht. Und mit dem haben viele Menschen auch zu kämpfen in gewissen Zuständen. Ich möchte Ihnen da einen kurzen Bericht geben von jemandem, der das erlebt hat. Es kam eine Frau zu mir, die war betagt, hat x-mal geschrieben und mich gebeten um einen Termin. Sie war 90, hat aber ein paar Mal geschrieben, sie möchte unbedingt etwas Komisches erzählen. Gut, eines Tages sagte ich ja, sie kam mit ihrem Therapeuten und sie sagte, der erste Satz, wo sie reinkam, sie erstiegt, sie müssen wissen, ich kenne ihre Bücher und ich habe sie x-mal gelesen, ich habe Zeit, ich bin über 90 und ich kann sie auswendig. Ich weiß jede Seite, welchen Satz. Nur, dass Sie wissen, dass ich nicht senil bin und nicht blöd. Was ich jetzt Ihnen erzähle, ist einfach etwas, das ich nicht begreifen kann, was das sein könnte. Die Dame lebt in Zürich, ist eine geborene Wienerin und nach dem Krieg, seitdem lebt sie in Zürich, hat sich in einer Bank hochgearbeitet und ist ja seit über 20 Jahren natürlich, oder 25 schon pensioniert. Sie trifft sich jeden Monat mit ihrer ehemaligen Chefin, die 70 Jahre alt ist, zur Bank, bei der Kantine, die Bank hat den besten Platz in Zürich, am See, im 5. Stock, können sie essen, es ist billig, dann ist es gut. Sie treffen sich jeden Monat. Sie hat jeden Monat den Chauffeur vom Taxibetrieb bereits schon bestellt gehabt, immer den gleichen, ein Ausländer, der kennt sie schon 20 Jahre oder mehr. An diesem Morgen holt er sie ab. Sie sagt wieder das Gleiche, dorthin und dahin, zum See, zum Bank. Er fährt und sie sagt ihm noch, komisch, haben Sie die Fenster nicht geputzt? Ich sehe nichts, was ich kenne. Er fährt und fährt. Da sagt sie, wollen Sie mich entführen? Wir fahren doch in einen falschen Ort. Er sagt, nein, wir fahren genau dorthin. Ich weiß genau, wo Sie hin müssen. Ich fahre Sie schon über 20 Jahre. Dann sagt er, stopp, wir sind jetzt da. Fahrzeit circa Viertelstunde, 20 Minuten. Steigen Sie aus, Frau Ludmilla. Ja, ich sehe nichts, ist nur grün. Nein, wir sind da. Steigen Sie aus, stockt der Verkehr hinter mir, sie hupen und lärmen. Gut, steigt aus, gibt ihm das Geld, schaut umher und sagt, ich bin ja gar nicht da. Will sich umdrehen und auf das Dach klopfen und sagt, hey, stopp, wir sind am falschen Ort und er fährt weg. Schaut sie auf den Boden und sieht zu ihrem Entsetzen Kies. Einfach Naturstraße. Schaut umher und sieht eine Allee, grün und ist mehr oder weniger in der freien Natur gelandet. Kein Haus, nichts. Gärtchen, Schafe, Ziegen und Nutztiere sind da in der Nähe, aber sie kennt die Gegend überhaupt nicht, sie sieht nur grün. Dann denkt sie, mein Gott, wo bin ich? Bin ich gestorben?
will sich am Rand von Grün auf einen Baumstamm setzen und schlägt sich furchtbar den Kopf an irgendeinen Gegenstand. Sieht aber nichts. Es macht ihr Angst. Sie taumelt über die Straße oder über den Weg auf die andere Seite, schlägt sich wieder die Brust an und sie hat dann auch zum Arzt müssen. Sie hat da eine Platzwunde und da auch. Aber nichts gesehen. Dann sagt sie, bin ich wahnsinnig oder bin ich gestorben? Was ist da los? Und sie ist in der Verzweiflung mitten auf die Straße gehockt. Nichts passiert, keiner da. Sie sah Vögel, alles lebte, normal. Irgendwie sagt sie, es ist 12 Uhr, wo bin ich? Ich muss weitergehen, ich muss weggehen, er hat mich entführt. Sie läuft und läuft und kommt praktisch nicht viel weiter. Es scheint immer die gleiche Allee zu sein. Tiere, es wechselt ein wenig ab, aber nicht sie, kein einziger Mensch. Irgendwann wird es dann 1 Uhr und sie läuft immer noch und plötzlich sieht sie dann irgendwo in der Ferne die Stadt. Sie sieht auf das Zürich herunter und merkt, die Stadt ist ja viel kleiner. Das Frau Münster ist da, die beiden Türme sind da. Es ist Zürich, ja, das ist der See. Aber es ist irgendwie anders. Ganz klar, es ist anders. Sie läuft und läuft. Und plötzlich denkt sie, ich glaube, ich bin tot, bin gestorben. Es stimmt nicht mehr, das ist ja alles anders. Hockt sie mitten auf der Straße, sie geht auch gar nicht mehr links und rechts. Was sie merkt, sind die Gegenstände da. Und hockt sich mitten auf den Weg und beginnt zu beten. In dem Moment sieht sie vielleicht 100 Meter vor sich ein altes Haus. Läuft dann schlussendlich dorthin und sie merkt aber wirklich, ich bin eine Realität. Meine Schuhe sind voll Staub, dreckig. Habe ich noch nie so dreckig gehabt in der Stadt Zürich, also sie ist dann nicht in der Stadt. Sie läuft auf dieses Haus zu und sieht, es ist so ein Secondhand-Laden mit alter Auslage und sie tritt ein. Ein einzelnes Haus. Zwei alte Damen sind drin, mit alten Kleidern, natürlich auch alt, mit zurückgewundenen Haaren und begrüßen sie, geben ihr einen Stuhl und ein Glas Wasser. Sie spricht mit denen, aber die reden überhaupt nichts. Sie erklärt ihres Leid und sagt, ich glaube, ich bin im Himmel, bin gestorben, ich finde mich nicht mehr zurück. Und die anderen lächeln nur, sagen überhaupt nichts. Sagen sie, bestellen Sie bitte mir sofort das Taxi. Ich will nach Hause, ich halte es nicht mehr aus. Sie sagen, ja, ja, wir bestellen das Taxi und gehen wieder weg. Sie sagt, ich schaue auf die Uhr, 3 Uhr. Jetzt bin ich 3 Uhr und warte ich da. Dann wird es praktisch 5, plötzlich vor der Türe pfeift es und hupt es, das Taxi steht draußen. Sie ist voller Freude, steht auf, geht nach draußen. Tatsächlich, ihr Taxi ist hier. Steigt ein und fährt eigentlich weiter. Und sie sieht die Gegend. Alles grün, alles anders, unbekannte Gegend. Circa 4 Stunden später hält der Chauffeur an, ist nicht der gleiche wie morgen. Und sie will mit ihm etwas so reden und er sagt, ich verstehe sie nicht, ich bin Türke oder was weiß ich was. Und ja, dann sagt er, wir sind da, Frau, und verlangt von ihr, glaube ich, 15 Franken. Sie steckt ihm das Geld hin und sagt, sie, ich sehe nichts, sehe kein Haus, steigen Sie aus. Der wurde sauer. Er schmiss sie praktisch raus, stieg aus, riss die Tür auf und zog sie auch raus. Hier ist das Haus. Sie dreht sich um und ihr Haus stand da. Dann dachte sie, mein Gott, was ist denn das jetzt? Jetzt ist wie aus dem Nichts mein Haus da, Mehrfamilienhaus. Geht ins Haus, Treppenhaus hinauf, wohnt im ersten Stock. Und sie hat das Gefühl, es ist alles so dreckig, so grau, voller Spinnweben, also wie abgestorben. Geht in die Küche und sie weiß, dass die Nachbarin ihr am letzten Tag Besorgungen gemacht hat, also den Kühlschrank gefüllt hat nach ihrem Einkaufszettel. Da denkt sie, oh, ich habe noch nichts gegessen. Getrunken habe ich ein Glas Wasser, öffnet voller Freude die Türe und denkt an die Brötchen, die sie am Morgen schon bereit gemacht hat, Lachsbrötchen oder sowas. Und voller Entsetzen sieht sie im Kühlschrank nur Dreck, alles verfault, Spinnweben. Voller Entsetzen schlägt sie zu und denkt, jetzt bin ich in der Hölle. Also das stimmt nicht mehr. Zieht sich in die Stube zurück und dem Moment ruft das Telefon, also ihr Bruder, der ist 20 Jahre jünger als sie, und sagt, Ludmilla, hast du Mittag gegessen? Er ruft immer an diesem Tag oder alle Tage einmal. Sagt sie, ich hatte ein Riesenproblem, ich habe das gar nicht gefunden. Ich bin irgendwo wie im Führtor. Er sagt, du bist verrückt. Ich habe dir schon gesagt, wenn du nicht mehr weißt, wo du bist, bestelle ich den Arzt und versorgen wir dich in eine Klinik. Sie sagt, alles Beste, du, mir geht's super. Und hat aufgehängt. Sie merkte, sie konnte es dem Bruder nicht erzählen. Der dachte, ich spinne.
dann sagte ich, wo bin ich eigentlich? Sie hat wirklich nicht mehr gewusst, ein und aus, ging aber schlafen. Morgen erwachte sie, ging in die Küche und dachte, soll ich den Kühlschrank überhaupt berühren oder nicht? Es war besser. Sie hat das Gefühl gehabt, das ist alles wieder klar besser. Öffnete zaghaft den Kühlschrank und siehe da, es war eigentlich wieder alles da wie vorher. Vorgestern am Morgen, wo die Freundin aufgefüllt hat, oder gestern am Morgen, weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war alles mit dem grünen Bereich und sie ruft ihren Therapeuten an, der stand natürlich auch am Bahnhof. Und dann suchten sie mich auf. Jetzt war das Interessante daran, die Frau hat aus irgendeinem Grund irgendwie ihre Schallplatte, Speicherplatte im Körper, die letzte Rille, die wir jetzt schreiben, heute, jetzt, in diesem Leben, verlassen und ist zurückgerutscht. Ich konnte es dann auspendeln, ihre Seele befragen, die Engel fragen. 221 Jahre zurück war eigentlich ihr Erlebnis. Sie war eigentlich in die Realität von damals, dass sie auch jetzt ist, zurückgerutscht. Das hat sie trotzdem alles aus dem Konzept geworfen und sie wusste nicht mehr, was sie dazu sagen soll. Und ist eine sehr belesene Frau, super intelligent, würde ich mal sagen, eigentlich auch mit beiden Füßen am Boden steht und sagt, das gibt's doch nicht. Ich habe meine schmutzigen Schuhe am Morgen noch gesehen. Ich habe Fotos noch gemacht, Digitalkamera. Sie, meine Schuhe sahen aus wie nach einer Bergwanderung mit diesen Latschen und wusste nicht, was es war. Und diese Frau hat das Pech gehabt oder vielleicht auch die Chance, in ihren alten Leben zurückzurutschen. Nur das bringt uns fast zur Verzweiflung, weil wir einfach als verstandesbegabte Menschen das nicht verstehen können, dass es irgendetwas gibt, wo eigentlich jetzt und die Vergangenheit und die Zukunft eins ist. Zum Glück, muss ich Ihnen sagen, müssen wir uns mit dem nicht beschäftigen. Aber wenn Sie einmal so einen Aussetzer haben, denken Sie an das, was ich gesagt habe. Es kann sein, dass man ihn von der geistigen Welt her zeigen will. Schau mal, Mensch, du bist multidimensional oder interdimensional, wie man das auch anwenden will. Also praktisch in der Lage, mehrere Zeiten gleichzeitig zu leben oder zu verstehen. Im Traum, liebe Damen und Herren, machen wir oftmals diese Seelenwanderungen. Oder morgen haben wir oftmals gedacht, mein Gott, das muss ich aufschreiben, das war sensationell, das war speziell. Das hat mir jetzt auch noch irgendwie gedeucht. Sie wissen selber, jeder Traum, der in diese Richtung geht, der Informationen hat, wird inner 3 Minuten gelöscht, bei jedem Mensch, meistens. Weil wir hätten ja Probleme mit unserem Verstand, wenn wir nachts in Zeiten herumspazierten, mit Verwandten, Bekannten redeten, die 400-500 Jahre zurück oder 1000 Jahre zurück unsere damaligen Begleiter waren. Das würde uns aus dem Konzept bringen und aus dem Grund sind wir geistig geschützt und jeder Traum verblasst innen 2-3 Minuten. Ist Ihnen sicher auch schon aufgefallen, dass ich dachte, das ist so etwas Spezielles, das muss ich aufschreiben, das muss ich meinen Lieben erzählen, dann weißt du nichts mehr. Das ist nicht etwa eine Schwäche von Ihnen, sondern es ist in uns eingebaut, dass wir eigentlich geschützt sind vor uns selber, weil wir könnten mit dem nicht umgehen. Jetzt stellen Sie sich vor, wenn einer stirbt und kommt in diese Situation, weiß nichts von diesen Dimensionen, diesen Zeiten und findet sich nicht mehr zurecht. Und dem sagt man dann buchstäblich arme Seelen, sind verloren. Interessanterweise sind es Menschen, die sich mit dem auseinandergesetzt haben und eigentlich ihre Zukunft in Liebe schon gesagt haben, es geht mir dann gut, ich finde den Weg, wie selbst programmiert an dem richtigen Ort ankommen und sich leicht eigentlich zurechtfinden. Erstaunlicherweise ganz leicht. Aber wenn ich das ausschließe oder nicht akzeptiere, ist die Gefahr groß, dass natürlich eigentlich ich den Weg oder meine irgendwie Bodenhaftung verliere. Wir sind irdische Wesen, haben einen Körper, der aus Materie besteht und wir müssen immer mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Nie irgendwie versuchen, da irgendwie abzuschweben oder in der Esoterikbranche, wie man sagt, den Körper zu verurteilen und dann irgendwie wegzugehen. Wir müssen zu dem stehen, was wir sind und auch den Verstand einschalten. Aber der Verstand kann in gewissen Ebenen, wie ich es erzählt habe, uns einen Streich spielen, denn er war nicht dabei damals, dieser jetzt Verstand. Und das ist unser Problem.
Wir können nur noch die Resultate, die Filme anschauen, was damals war, aber wir können es nicht mehr verstehen jetzt. Wir sind da irgendwie ausgeklammert. Jetzt, wenn Sie Psychiatrien besuchen, sehen Sie ab und zu Menschen, die da im Garten herumlaufen und mit Menschen sprechen oder anderen, laut und deutlich, die diskutieren den ganzen Tag, wenn man zuhört, absolut nicht blöd. Ich habe den Vorteil, ich kann teilweise diejenigen sehen, mit denen sie sprechen, aber oftmals eben auch nicht, weil sie in der Vergangenheit sind und mit sich selber, mit denen von damals sprechen. Die sind nicht sichtbar, die sind nicht manifestierbar, sondern sind nur eine quasi ihre Worte, die sie in der Realität von damals redeten. Und darum sind die nicht irre. Das Problem für diese Menschen in dieser psychiatrischen Anstalt, sind auch nicht böse, nicht schlecht, aber sie finden sich nicht mehr zurecht. Ein Bein ist dann in der Vergangenheit und eines ist hier. Und es ist noch schwierig, diese Menschen dann zu sagen, wie aus diesem Traum zu lösen. Hey, stand auf die Füße, jetzt sind wir hier jetzt. Vergiss das. Die haben dann irgendwie dazwischen irgendwie so eine Schicht durchbrochen, vielleicht wie ein Eis, und es wird ihnen dann praktisch ein wenig zum Verhängnis. Und wissen Sie, der Mensch, der nur Glauben hat an die Materie, an diesen Tisch, das ist unveränderbar, das ist eigentlich fest. Und es gibt nichts anderes, das nicht fest ist, ist im größten Irrtum. Ich kann Ihnen sagen, dieser Tisch ist nur schwingende Materie, ist eigentlich verlangsamte Materie. Und das haben die Physiker auch bestätigt, irgendwie gab es vor etwa 35 Jahren, dass eigentlich alles Schwingung ist. Wir auch, wir sind auch Schwingung. Und aus dem Grund gibt es gar keine Festigkeit. Es ist eigentlich eine Meinung, dass es fest ist. Aber uns nützt diese Situation jetzt schon. Einfach, wenn Sie so eine Situation antreffen, nicht verzweifeln. Keine Angst haben, Sie sind schon im richtigen Ort. Sie sind einfach in einem anderen Leben zeitweise gerutscht. Und die Zeit, die kommt, öffnet in uns gewisse Schranken. Und es kann vielen passieren. Ich möchte Sie einfach auffordern, kommen Sie nicht in Panik, aber es zeigt uns auch, dass wir so viel mehr sind, als das, was ich meine, ich sei es, das, was ich jetzt bin. Das ist nur ein Teil der Realität. In mir ist alles Alte gespeichert und wir sind mit dem immer verbunden. Wir können das nicht sagen, ich bin es nicht. Jetzt gibt es natürlich mit diesen veralten Leben und Vergangenheiten auch Probleme. Ich habe massenhaft Menschen, die als Paare oder mit Paarproblemen zu mir kommen. Auf den ersten Augenblick sieht es so aus, ja, wie Standard ist. Jeder zweite, dritte scheidet, hat Probleme, nimmt eine neue Frau, einen neuen Mann hin und her, drunter und drüber und so weiter. Ist aber beileibe nicht immer so, wie es aussieht. Und viele Leiden sind da echt Probleme vom Nichterkennen, von dem, was der andere mir bedeutet oder ist. Wir Seelen haben oftmals genau aus diesem Grund, weil wir echt auf der jenseitigen Ebene merken, wir sollten noch etwas lösen gehen oder verändern am Ort, wo ich war, die Tendenz immer wieder in die Nähe zu inkarnieren, um dort das zu erkennen und aufzulösen. Ein Beispiel. Ich hatte eine Frau in Zürichsee, die rief mich an, sie könne nicht mehr schlafen, hätte Riesenprobleme, ob ich mal ihr Haus ausmessen würde, elektrisch, magnetisch, Hochfrequenz, also technisch. Und daneben habe ich natürlich aus Hellsicht den Vorteil, ich sehe dann noch die Mitbewohner, die da sind. Das war bei ihr nicht das Thema, sie hatte eine wunderbare Villa. Und ich dachte noch so, als ich das sah, da muss jemand Zeit haben. Da sah man kein Unkraut, das war extrem draußen wie die Innenräume, also perfekt. Und sie kam mir in Schwarz entgegen, die Frau war gut 70. Und dann sagte ich, ja, Sie, liebe Frau, sind Sie in Trauer? Sagte ich, ja, aber seit schon lange. Sie war ein wenig kurz angebunden da. Sagte, ja, schon lange. Sag ich, ja, wie lange denn? Ist jemand von Ihnen gestorben? Ja, mein Mann. Aber ich sagte, ja, wie lange denn? Ja, 25 Jahre. Habe ich gesagt, was, 25 Jahre sind noch schwarz? Ist doch schade für Sie. Für was haben Sie Trauer? Mir, es geht Sie nicht an. Hat Sie so einen komischen Kopf gemacht? Gut, es geht mich nicht an, stimmt. Dann maß ich die Wohnung aus, dann sah ich auf der Kommode da ihren Mann in ihren Alters- und Bekleidungssituation und daneben ein junges Kind,
Und mehrere Altersstufen, daneben, also mittelalterliche, und fragte ich, ja, sind das Ihre Tochter, Ihre Kinder, haben Sie, sind das Ihre Tochter und Sohn? Sagt sie, ja, das ist mein Sohn, meine Tochter, haben keine Familie. Da sagt sie, was ist denn das für ein Kind? Sagt sie, ja, das ist der Nachbar, Ihr Kind, der ist immer bei mir. Er sagt mir, Mami, ja, ist immer bei mir. Und seit er laufen kann, ist immer bei mir. Sie war vor kurzem 18 Jahre alt und ich habe ihr ein Motorrad geschenkt. Dann ging sie in die Küche, holte einen Kaffee für mich oder etwas, kam zurück und während der Zeit habe ich schnell ausgepellt und dachte, ich komme mir komisch vor. Wer ist denn dieser junge Mann da? Was für eine Seele ist in diesem Kind, diesen Jungen? Und ihr Mann, sagte sie, ist da, hieß Werner, fragte ich, liebe Engel, ist dieser Junge jetzt da, der Ralf heißt, der Rolf, ist das der Werner? Ja, hat es mir angegeben, x-mal. Kam sie aus der Küche raus, sagte ich, sie muss Ihnen etwas mitteilen, es ist mir vielleicht unangenehm. Aber nehmen Sie auf zur Kenntnis, Sie können damit anfangen, was Sie wollen. Wissen Sie, dass Ihr da dieser Nachbar, der Rolf, Ihr Werner ist? Da hockte sie zuerst einmal ab und öffnete den Mund, brauchte ihn kaum mehr zu. Dann sagte sie plötzlich, wenn Sie mir das so sagen, ist das möglich? Ich sagte, ja, sie, ziemlich, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, es muss so sein. Da sagte sie, sie, es kommt mir vieles in den Sinn, wenn Sie das so sagen. Der Kleine, kaum konnte er gehen und sprechen, kam er zu mir und sagte, du Mami oder Omi, schau, da oben ist ein Brief, der muss auf die Gemeinde, es geht wegen der Öltankreinigung. Da unten ist noch ein Brief in der Schublade, da muss die Gemeinde noch eine zustimmen geben, das ist eine Bewilligung. Da sagte, warum weißt du das? Da hat sie gedacht, das ist ein Spinn, glaube ich. Und jedes Mal war es, sie hat ihr Büro, glaube ich, 20 Jahre nicht angerührt vom Mann. Das war Heiligtum. Sie liebte den Mann und verliebt, war natürlich immer noch verliebt, aber auch traurig. Aber sagt sie, liebe Frau, wissen Sie, Ihr Mann ist 25 Jahre tot, aber der andere läuft jetzt praktisch schon 18 Jahre um Ihr Haus herum. Das ist doch Ihr Mann. Leben Sie doch bitte anders. Es gibt nie eine Trauer zu haben. Die Menschen suchen immer wieder den Weg ins Leben. Die Seelen kommen immer wieder. Jetzt hat Ihr Mann keine Chance gehabt, in ein Kind von Ihren Kindern zu inkarnieren, also als Großkind, um zu Ihnen zu gelangen. Er hat es mit Ihnen gut gehabt. Jetzt hat er es versucht bei der Nachbarin. Die hat dann wirklich, ja, vor 19 Jahren ist dort angestanden und ist jetzt als Seele eigentlich in der Nähe von seiner geliebten Frau. Es war kurz darauf, schrieb sie mir einen Brief mit einem Foto. Sie danke mir, sie habe die Trauerkleid blitzartig abgelegt. Sie hat es begriffen, in Träumen auch verstanden. Und am Bild sah ich sie mit dem Arm mit einem angenehmen, sympathischen Mann. Sie danke mir, dass ich sie geweckt habe. Sie hat jetzt wieder einen normalen, wunderbaren Menschen ihrer Seite und freue sich. Ob ich die Meinung habe, dass jetzt der Ralf da unglücklich sei? Und ich sage, überlegen Sie doch mal. Der hat doch Freude, wenn Sie glücklich sind. Er konnte sie noch nicht mitteilen, er wusste es auch nicht, wer er war. Und sie hat dann noch viel geschrieben, so eigenartige Episoden, wo dieser Junge erzählt hat über die Jahrzehnte, also fast zwei Jahrzehnte da, wo sie nicht verstanden hatte. Aber im Nachhinein konnte sie wirklich darauf schließen, es muss ihr Mann gewesen sein, dieser Werner. Nur der wusste es. Und so habe ich natürlich viele Fälle. Und darum, liebe Damen und Herren, ist Trauer relativ. Wir sollten da das ändern. Wenn jemand stirbt, dürfen Sie nicht vergessen, er geht heim. Haben wir ein Recht, diesen Menschen nicht loszulassen, wenn er irgendwie aus einem Grund gegangen ist, warum auch immer? Wir sollten wie die Asiaten teilweise Freudenfeste feiern. Er kann heimgehen, kann wieder neu beginnen und seine Seele kann einen neuen Weg eigentlich auch unter die Füße nehmen. Alles andere ist Egoismus. Alles andere ist das Gegenteil von Liebe, wenn ich jemanden festhalten will. Du gehörst mir. Du darfst nicht weg. Das sind so starke Bindungen, Befehle und die Seele kann nicht frei werden. Wir sind stärker als die Verstorbenen. Dummerweise leiden die jahrzehntelang und können dann gar nicht verstehen, warum man mal dort voranseite nicht weiterkommt oder sich da nicht verändern kann. Die sind auf der anderen Seite an der schwächeren Position. Wir sollten, wenn wir an Verstorben denken, jederzeit uns vorstellen, es ist wie Telepathie. Ein Gedanke an diesen Menschen öffnet wie eine Telefonleitung. Telepathie können Sie sich gut feststellen, was es ist. Wenn Sie an eine Freundin, einen Freund denken,
wenn Sie mögen, oder gute Beziehungen. 5 Minuten später kann es sein, dass das Telefon läutet und er ist am Draht oder sie. Wenn umgekehrt er an Sie denkt oder Sie, haben Sie das Bedürfnis, ich muss dem anläuten oder ihr anrufen. Das sagt er, ich habe gerade 5 Minuten vorher an dich gedacht. Wie das funktioniert zwischen Menschen, zwischen normalen Menschen, bestens. Das hört nicht auf, wenn wir sterben. Wir haben immer gerne Kontakt mit unseren Lieben, das haben wir nicht vergessen. Wir vergessen erst die Beziehung zu unseren Lieben, wenn wir dann in einem neuen Körper sind. Das ist alles wie abgeschnitten. Wir können neu beginnen, aber Liebesbotschaften kommen trotzdem hin. Also Sie können Menschen oder Seelen auf der anderen Seite Enormes geben und schenken, wenn Sie denen Liebesbotschaften senden. Bedingungslose Liebe, aber nicht telepathisch die runterziehen, sondern sagen, lieber Vater, muss mir helfen, ich bin in der Notlage, Mutter muss kommen, ich weiß nicht mehr weiter. Sieh, das ist Martyrium auf der anderen Seite. Es ist dann, man kann nicht helfen, man muss nur zuschauen und ist nicht in der Lage, da einzugreifen. Aber wir sollten eigentlich denen Liebesenergie schicken. Liebe Engel, schickt meinem Vater absolut göttliche Liebe, hüllt ihn ein im roten Liebeslicht und macht, dass es gut hat. Ich danke euch. Dann kommt das direkt an bei ihm als Liebesbrief. Und er freut sich. Oder Mutter, ist egal wer. Genau adressieren und losschicken. Liebe ist nie schädlich. Es muss bedingungslose Liebe sein. Ich kann nicht für ihn verlangen, du, ich liebe dich, aber wasch mir mein Auto oder so Zeugs. Oder beschütze mich. Das ist der Stumpfsinn. Wir sind dann unfrei und machen den anderen Menschen zu unserem Sklaven. Dringungslos, also ich habe massenhaft Seelen, die bei mir anstehen, klopfen nachts, sich beschweren und leiden und weinen, schreien. Ich habe ihnen die Adresse von meiner Frau, von meinem Mann. Schreiben Sie ihm, geben Sie ihr diese meine Mitteilung. Ich leide, sie lässt mich nicht los. Und auf der anderen Seite leidet man. Und wir sind verantwortlich für das Leiden vom anderen. Loslassen, dringend, wissen Sie, wir haben das Recht, frei zu sein. Wir haben nie das Recht, einen anderen zu sagen, es ist mein Eigentum. Das ist blanker Zynismus und eigentlich Egoismus. Und das Gegenteil von der universellen, respektive göttlichen, freien Liebe. Das müssen wir noch lernen. Wir dürfen nie jemanden benutzen. Das kommt nicht gut. Jetzt haben wir natürlich, wie ich das so sehe, einzelne gewisse Brotklein um sich, die stören. Fremde Energien von anderen Menschen, die sie teilweise mit oder aufgenommen haben, unbemerkt, weil sie feinfühlig sind, sensibel oder in einer Schwäche, in einem Teil von ihrem Leben, das nicht bemerkt hat, haben, dass das über sich herfällt. Probleme sind, wenn jemand zum Beispiel in Narkose ist, Ohnmacht, Koma, wie gesagt, oder Trunksucht oder Drogensucht, da werden die Menschen von tiefer schwingenden Energien dann heimgesucht und überfallen. Und das sollten wir lösen. Wenn Sie wollen, das wünschen, könnten wir miteinander so ein Ritual machen, um das zu befreien. Vielleicht haben Sie schon gemerkt, wenn Sie in gewissen Häusern sind und da rauskommen, Kaufhäusern, Geschäfte, dass Sie halb betäubt da rauskommen. Sie fühlen sich absolut total aufgebraucht. Die Energien sind hinter Ihnen her und wenn Sie Glück haben, verliert sich das wieder. Sportstadion ist das größte Giftfass, was es gibt. Da sind alle Menschen darauf aus, dass es den anderen schlecht geht. Niemand freut sich am eigenen Sieg, sondern vielmehr, dass es den anderen noch dreckiger geht. Das ist alles nur negativ und destruktiv. Und der Mensch, der sich mit diesen negativen Energien assoziiert, also verbindet, erntet dann auch das Negative. Denken Sie an den letzten Weltkrieg, wie viele Menschen an diesem Bösen da Freude hatten und gingen selber drauf. Das ist dann oftmals Aktion, Reaktion und viele leiden heute noch drunter. Sind noch die gleichen Seelen unter uns, die damals vermutlich nicht verstanden haben, was mit ihnen passierte. Aber nicht einem bösen Wesen Energie, Macht gebe, zerstört es schlussendlich mich dann auch noch oder zieht mich runter. Wir müssen aufpassen, Gedankenkontrolle, Seelenkontrolle, Reinigung. Wir reinigen unseren Körper automatisch. Und heute ist es in diesem Saal sehr angenehm, schmeckt überhaupt nichts Schlechtes oder riecht nichts Schlechtes. Ich denke, vor 100 Jahren hätte man dann schon Fenster auftun müssen da. Es gab dann nicht so viel Körperhygiene. Aber ich meine damit mehr so eine Parabel.
Wir reinigen den Körper, pflegen ihn, aber der Seele machen wir nichts. Wir sollten zur Seele Sorge tragen, denn es ist das kostbarste Gut, das wir haben. Ohne Seele sind wir Mause. Überhaupt nichts. Also wenn die Seele sich verabschieden würde, sind wir sofort tot. Wir sollten ihr auch pflegen, Reinigung geben, Befreiung. Und wir können das. Es gibt ganz einfache Rituale, um uns zu befreien. Und wenn wir eigentlich von Fremdenergien frei sind, geht es uns automatisch leichter. Wir nehmen vieles besser wahr und spüren plötzlich, dass vieles gar nicht mehr da ist, was mich störte oder jahrelang verfolgte oder mir den Erfolg verspähte. Diese negativen Energien sind nichts anderes als negative Elementale von Verstorbenen, die mit meinem eigenen sich verbinden und mich genau daran erinnern, du hast da noch Dreck in der Pipeline. Solltest das lösen? Nur merken wir das oftmals nicht. Wir können das gar nicht wahrnehmen. Erst wenn so richtig Leiden auftauchen, dann sind wir bereit, etwas zu tun. Vorher sind wir, denken wir, sind müde und so weiter. Das ist mein Zustand. Und vielen ist es dann so energisch zugeschickt worden, dieses Zeug, dass die Menschen dann sofort psychisch den Boden verlieren und in der Klinik landen. Dann merkt der Letzte dann, der hat sich verändert, der ist nicht mehr der gleiche Mensch. Aber derjenige, der in der Klinik steckt, kann gar nicht genau erklären und erkennen, was es ist. Und das ist eigentlich ein wenig unsere Betriebsblindheit. Für das brauchen wir uns gegenseitig. Und ich glaube, für die Zukunft sollten wir wieder ehrlich miteinander umgehen und uns auch vertrauenswürdige Menschen anziehen, wo man eigentlich sagen kann, du, ich nehme an dir eine Störung wahr. Hast du das auch bemerkt? Wenn ich aber zum Beispiel egoistisch denke oder das nicht akzeptiere, dass der andere an mir was sieht, was ich nicht sehe, dann reagiere ich sauer, verbittert und will diese Freundin nie mehr sehen. Aber das wäre eigentlich die Wahrheit gewesen. Und so sollten wir uns gegenseitig immer näher kommen, denn nur die Wahrheit, die Liebe, Verständnis zum anderen Menschen, auch wenn er lebt anders als ich, muss ich akzeptieren, ist so. Wir dürfen nicht kritisieren, nicht unterdrücken, nicht verurteilen, schon ganz und gar nicht, wie er auch ist. Können wir uns weiterentwickeln? Aber was passiert jetzt? Viele Menschen sind immer introvertiert, bleiben zu Hause, reden nicht einmal mit der Nachbarschaft. Auf Mehrfamilienhäusern, keiner weiß mehr, wer der andere ist. Und in der Familie sind oftmals Eiszeiten ausgebrochen. Sie verstecken sich mit ihrem Problem vor der Fernsehkiste oder der Mann auf dem Balkon mit der Bierflasche oder hinter der Zeitung. Wir müssen reden, wir müssen uns bekannt geben, was wir im anderen sehen oder spüren, denken, fühlen. So ist die Kommunikation eigentlich auch für die Seele etwas Wichtiges, sonst verdorren wir und wir sterben ab und merken nicht mal, was mit uns passiert. Wir sind ja füreinander da. Wir brauchen einander. Ohne das Gegenüber können wir uns nicht entwickeln. Wir brauchen sozusagen auf uns Widerstand und einen ehrlichen Spiegel, der auch spricht. Wenn aber niemand was sagt, jeder dann ausweicht oder sagt, ich meine, spinnt, geht er besser auswärts, ist ein Irrtum. Der Mensch findet dann immer wieder das gleiche Problem, aber wird immer schwieriger sein, dass er zu seiner eigenen Wahrheit und seinen Mustern kommt. Das Thema mit Leidensmuster lösen, das ist dann eine separate Sache. Da muss man versuchen, über den Verstand diese Muster löschen, Gefühle auflösen. Für das gibt es Rituale, im Band 3 sind es drin. Dann seine Emotionen löschen, fehlgebende Energien löschen. Wie gesagt, das ist eine andere Dimension. Aber das geht jetzt um die fremden Energien, die uns oftmals genau dazwischen stehen und sogar Freude daran haben, wenn es uns nicht gut geht und Paarbeziehungen oder Beziehungen generell gestört werden. Jetzt gibt es Menschen, die haben sich gefunden auf der Welt aus diesem Grund. Sozusagen beide sind besetzt und nicht sich selber oder hundertprozentig sich selber. Und sie finden sich, diese Paare, aus dem Grund, weil beide da quasi negative Energien haben. Es ist mehr oder weniger das Leben ein Arbeitslager. Hat der eine von den beiden plötzlich die Chance, frei zu sein von diesem Dreck oder werden, stimmt die Partnerschaft nicht mehr. Und vielfach seid ihr Frauen die Suchenden
und findet oftmals auch irgendwie die Möglichkeit, das zu machen, zu realisieren, umzusetzen. Darauf müsst ihr aufbauen. Ihr könnt nicht warten, bis der Mann reagiert. Ihr müsst eure eigene Wahrheit finden. Der Mann oder die Männer haben da meistens Angst vor etwas, das sie nicht angreifen, begreifen, berühren können und verstehen. Der Mann hat Angst vor dem Unsichtbaren. Das ist dann für ihn eigentlich etwas Unverständliches und oftmals nicht Begreifbares. Ihr Frauen entscheidet ganz anders. Ihr nehmt alles anders wahr, intuitiv über euren Bauch, Solarplexus oder Herzchakra. Der Mann über den Verstand, nur Kopf. Gehen wir mal davon aus, ich gehe einen Tisch kaufen. Die Frau sagt, ja, ich stelle mir schon irgendwie vor, Schätzel, was das für ein Tisch sein sollte. Kommen Sie ins Geschäft, steht ein wunderbarer Tisch, blau. Schöner blauer Tisch. Gehen Sie hin, das ist mein Tisch, den will ich. Kommt der Mann und sagt, das ist ein Schmarrn, das ist ein Tisch, das kommt aus Asien, das soll ich jetzt nicht sehen. Schau mal darunter, es wackelt. Findet 100 Gründe, den Tisch nicht zu kaufen, hat Gründe über den Verstand. Sie liebt den Tisch, möchte den Tisch. Das ist bei Autokauf genau das Gleiche, weiß die Frau oftmals nicht mal, wo der Motor sitzt. Interessiert sie nicht, das ihr Auto, das gefällt ihr einfach. Ihr entscheidet anders als ihr Männer. Für das haben wir ja so wunderbare Frauen. Wir lieben die Frauen. Aber das sind die Missverständnisse. Und da, deshalb ist es auch bei der Entwicklung in der spirituellen Ebene so, dass das Gleiche nicht für das Paar eigentlich gleich nützlich ist. Der Mann kann davon nicht gleich profitieren wie die Frau. Ihr Frauen seid entwicklungsfähiger, schneller. Ihr sucht intensiver, ihr spürt, dass das nötig ist. Da habe ich schon tausende gehabt. Die haben gesagt, meinem kann ich nicht reden, er lacht mich aus. Und soll ich mich scheiden lassen? Da habe ich gesagt, Sie können Sie schon. Aber ich rate Ihnen an, leben Sie Ihr Leben neben Ihrem Mann. Leben Sie das, was für Sie stimmig ist. Wenn Sie sich glücklich fühlen, sind Sie am Abend eine glückliche Partnerin, eine wunderbare Ehefrau, sind zufrieden. Wenn Sie aber nicht sich zu sich stehen, zu Ihren Bedürfnissen da, auch geistig etwas zu finden und zu lösen, werden Sie leidend und krank und halten es nicht mehr aus. Eines Tages merkt der Mann, du, was machst du eigentlich, was du so gut drauf bist, mir geht es total dreckig. Dann können Sie ihm Stück um Stück dann weiterreichen, du, ich mache so und so, und plötzlich ist er reif. Weil Männer haben da eine längere Leitung. Und das ist einfach so, nicht, dass ich die Männer beschuldigen will, wir sind anders, zurück sind wir anders als die Frauen, das wäre es dann nicht so schön. Und so haben wir gute, liebe Frauen. Wir sind für das gegenseitig gepolte Wesen da. Für das können wir uns gegenseitig entwickeln und weiter steigen in unserem spirituellen Verstand oder erkennen, was wir sind. Das ist eigentlich so das Hauptsächliche. Wenn Sie einverstanden sind und wollen, können wir uns von diesen störenden Feldern befreien. Was hat wirklich die Hälfte, haben da so Wölklein dran. Und wenn man offens in einem Saal sitzt, fühlt man sich plötzlich auch von Energien berührt, die gar nicht zu mir gehören. Der eine wird mehr belästigt, der andere weniger. Und das ist oftmals ein Problem, dem wir Beachtung schenken sollen. Wir sollten uns auch dagegen wehren. Wir haben das Recht, frei zu sein, frei zu bleiben. Wir sind nicht auf die Welt gekommen, um zu leiden oder für andere den Dreck zu tragen. Jeder ist für sich selber verantwortlich, aber ich kann den Dreck oder das alles nur ertragen, wenn ich gesund bleibe und stark. Ich muss zu mir stehen, zu meiner eigenen Körperbefindlichkeit, mich lernen zu lieben im Spiegel, ist unbedingt wichtig. Und das andere wird schwächer, wenn ich jeden Tag im Spiegel das Ritual mache. Ich möchte Ihnen das schnell vorstellen. Wenn Sie mit dem Körper sprechen, sollten Sie ehrlich sein. Viele wunderbare Menschen können das nicht, bringen das nicht fertig vor dem Spiegel, zu sagen, ich liebe dich, mein Körper. Und benutzen den Körper, repräsentieren sich mit dem Körper, schminken sich, pflegen sich, aber sie sind kritisch oder extrem negativ auf sich eingestellt, verurteilen ihr Aussehen, ihr Alter, ihre Fältchen und was auch immer dazu, körperliche Werte, ja, ein wenig Alterungserscheinung oder sagen wir Abnutzungserscheinung. Aber da kommt es genau darauf an, je schneller, dass ich reagiere und dem Körper das gebe, was er eigentlich will, braucht, kann er sich regenerieren. Ich hatte da mal am Bodensee einen Vortrag mit etwa 300 Leuten, dreimal mehr. Am Schluss sagte doch eine Frau, stand auf,
Sie, alles, was Sie gesagt haben, stimmt, aber ich habe ein Problem. Mich hat Gott bestraft. Schauen Sie mich an, ich bin die hässlichste Frau im Saal. Sagen Sie, wie bitte? Dann dachte ich, was soll ich jetzt sagen? Ich sage, ja, Sie haben recht, das stimmt. Aber ich muss Ihnen leider sagen, Sie sind aber noch selber schuld. Sie haben das selber gemacht. Dann nachher kam sie hinter die Kulissen und sagte, warum haben Sie mir das gesagt? Ich sagte, ja, Sie haben Sie zugehört. Ich sagte, ich habe es nicht begriffen, was geht's? Und ich habe gemeint, sie sei etwa 65 Jahre alt. Dann sagt sie zu mir, wissen Sie, wie alt ich bin? Ich sage, weiß ich doch nicht, aber ich schätze Sie schon irgendwie ein, aber weiß nicht, wie alt. Ich bin nur 45. Aber sie ist also alt, also wie ein alter Landjäger, wie ein alter Salami. Und aber ich sage, liebe Frau, ich bleibe dabei, Sie sind selber schuld, was Sie da gemacht haben. Wenn Sie aber sich im Spiegel lieben und diese Muster gegen sich löschen, können Sie als Barbie-Puppe erscheinen. Vielleicht nicht in diesem Leben, aber im nächsten dann. Weil es geht ja weiter, es hört nicht, da haben Sie das begriffen. Da habe ich wieder ein Ritual gegeben und interessanterweise im Herbst drauf habe ich dann wieder einen Vortrag gehalten. Stand sie schon beim Eingang und verlangte mit mir zu sprechen unter vier Augen. Ich sagte, ja, was wollen Sie? Ja, kannte sie nicht mehr. Als ich sich mit Erstaunen habe ich festgestellt, in diesen halben Jahren, meine Haut hat sich gestrafft. Ich freue mich jeden Tag mehr. Ich bin die, die ich bin und ich bin so alt, wie ich ausschaue. Aber sie brauchen mir auf die Schulter geklopft. Machen Sie weiter. Hören Sie aber auf, bevor Sie Teenager sind. Ja. Aber ich kann dem Körper durch die Liebe eigentlich seine Schwerkraft zurückgeben. Wenn ich aber glaube, ich bin alt, bin zu nichts mehr fähig, ja, das ist eine Realität. Und viele Frauen haben die Meinung, das ist eine alte Erfahrung, mit 40 ist bei mir der Ofen aus. Was soll ich tun? Das hat sie noch einmal anheizen, würde ich sagen, oder? Oder das Muster löschen, wir sind alt, wir können alt werden, voller Energie, voller Liebe, voller Freude. Es hört nie auf. Wenn sie sich glauben, sind mit dem Ofen ist auf. Hör, ist der Morgen schon aus. Das ist noch das Verrückte. Aber verstehen Sie, wenn du im Leben unglücklich warst und dann einen Menschen in dir hattest, der dir das Leben sauer macht, hast du sogar darauf gewartet, bis der Ofen aus ist? Oder etwas dagegen getan? Sich was angefressen oder irgendwie so Zeugs, dass man dann unattraktiv wurde? Und diese Muster muss man auch wieder löschen. Das ist dann vergessen gegangen, dass ich das bestellt habe. Diesen Leben weiß ich nicht mehr. Kann man löschen, es geht weg. Fettleibigkeit hat auch die Gründe, dass viele Menschen damals verhungerten. Schicksalhaft, es gab da auch in dieser Gegend fast alle 10, 20 Jahre Hungersnöte und bis zur Hälfte oder ein Drittel der Bevölkerung starb an Hunger, Unterernährung. Und stellen Sie sich vor, wenn ein Mensch stirbt, er leidet, er sieht seine Liebsten, wie man die beerdigen muss. Und du weißt, in einer Woche, in einem Monat liegst du dann auch in der Nähe, dann, wenn dich noch jemand begräbt. Also man leidet. Und man ist ein Überlebensstratege. Ich habe nichts mehr als zu tun, als zu denken, ich will essen. Ich will Speck und Bohnen oder Knödel und so Zeugs. Oder vielleicht auch Süßes. Und denkt nur noch an die Fülle. Man stirbt. Dummerweise hat man die Fülle programmiert und weiß es nicht. Im nächsten Leben ist die Fülle dabei. Und kommt im gleichen Alter wie damals, wo ich verhungert bin. Sie haben schon 1000 Frauen geholfen. Und Männer natürlich auch. Wenn sie das gelöscht haben, dieses Muster, konnte ihr Körper ihr normales Gewicht annehmen, sofern sie sich liebten vor dem Spiegel. Wenn keine Liebe da ist, man sich ablehnt, dann macht der Körper gar nichts. Stellen Sie sich vor, der Körper ist wie ein Hund. Wenn Sie ihm jeden Tag Streicheleinheiten geben und gutes Fressen, ist er Ihr treuester Begleiter, er geht für Sie in den Tod. Aber geben Sie ihm jeden Morgen einen Fußtritt, irgendwie. Hassen Sie den Hund? Sie, nach einem Monat würde ich nicht mehr so sicher sein, ob der Sie nicht plötzlich beißt oder aggressiv wird. Er ist ein verdorbenes Tier und wird es nie vergessen, in keinem Leben danach. Wenn er Sie kennt oder wie er sieht, beißt er Sie. Und das sind oftmals Hunde, die nur einen Menschen im Dorf hassen, den beißen. Erinnerungen von früher. Die sind nicht dumm, haben Seelen. Also das ist unser Körper, der reagiert auch so ähnlich mindestens. Wir sollten ihm mit der Liebe begegnen. Dieses Gebet müssen Sie vielleicht, es ist kein Gebet, es ist eine Bestellung. Ganz ernst nehmen. Greifen Sie Ihren Körper an, wenn er nackt ist. Wo Sie wollen, ist egal, aber am Körper berühren, nicht da draußen oder den Wintermantel anlegen und sagen, mein Körper, ich liebe dich, dann sind Sie wie eine Vogelscheuche da. Ernst, nein, bitte.
Wenn Sie es wollen, machen Sie es. Und jeden Tag, Sie werden sehen, Sie werden Wunder erleben. Lieber Körper, ich liebe dich, ich schaue dich an. Du bist großartig und herrlich, der Ausdruck des Göttlichen, und ich freue mich als Seele in dir glücklich zu sein. Lösch bitte alle meine negativen Befehle gegen dich. In diesem Leben, jetzt kommt's, in allen Leben zuvor. Lösch all das Negative wie Befehle, negative Gedanken und Taten. Lösch sie, du bist frei und ich bin frei. Gegenseitig. Wir sind zusammen gesund bis zur letzten Stunde, dann löschen sie alle Ängste und Befehle gegen ihren Tod. Und dann kommt etwas Mentales. Es ist heute ein schöner Tag, es geht leicht und einfach. Wenn ich aber umgekehrt denke, wenn es schon wieder Mittag wäre, dann kommt es nicht gut. Und am Schluss, nie vergessen die Dankbarkeit. Wer hat Ihnen den Körper geschenkt? Lieber Schöpfer, ich danke dir für diesen gesunden, heilen Körper. Es ist alles dran. Funktioniert. Ich liebe dich. Sie werden sehen, wie sich alles verändert um sich und sie sich selber. Und mit dem Aspekt von ihrer Akzeptanz und Liebe löschen sie viel Negatives, das sie produziert haben und andere auf sie zufließen lassen. Sie werden stärker und dadurch widerstandsfähiger. Alles wird farbiger und die Menschen beginnen sich zu erinnern, dass sie leben. Viele vegetieren, wissen gar nicht, wo sie sind. Und das ist ein trauriger Aspekt für uns Menschen auf der Erde, wenn wir nicht mehr wissen, ja, was bin ich da? Wenn ich auch nicht genau weiß, was ich tun soll. Es gibt ihnen niemand den Befehl, was sie tun sollen. Kein Geist, Gott sowieso nicht. Sie kreieren das Leben, sie sind die Schöpfer von ihrem Leben. Niemand befiehlt sie. Ohne es werden dann niedere Energien. Akzeptieren Sie das, Sie kreieren jeden Tag neu und auch die Zukunft, definieren Sie über Ihre Liebe. Derjenige, der Licht in die Zukunft trägt, wird es darin auch leicht haben. Der andere wird schwer haben und daran eventuell zerbrechen. Aber wir haben beide Optionen offen und wissen Sie, in uns ist immer alles gespalten. Die eine Seite ist weiß. Herzseite, das ist eigentlich ein Asiaten Yin und das dunkle Yang. Nur die Asiaten meinen, es sei weiblich und männlich. Habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch nie einen Busen am Mann gesehen, auf einer Seite. Ich sage dir nicht. Und die Asiaten sagen Yin und Yang, ich sage Hui und Pfui. Also es ist dann beides in uns. Aber wir müssen uns jeden Moment entscheiden, auf welche Seite wir eigentlich gehen. Niemand behindert uns daran. Aber wir ernten natürlich das, was wir eigentlich uns dann erschaffen haben. Das ist unser Leben. Jetzt würde ich sagen, machen wir doch vielleicht noch 10 Minuten, so werden Sie Fragen haben. Fragen und dann können wir das Ritual noch machen, wenn Sie noch mögen. Hat jemand Fragen? Haben Sie keine Angst, es gibt keine dumme Fragen und dumme Antworten. Das ist jetzt schon eine Frage. Ja. Und zwar ist so, dass meine Mama, die wird das in den nächsten Wochen, wird die ins Licht gehen. Und sie ist jetzt schon relativ dement, also es ist sehr schwer zu erreichen. Wie kann ich jetzt eigentlich den letzten Wochen mir am besten helfen? Wenn sie dement ist und vielleicht sie nicht mehr wahrnimmt, können Sie über Telepathie auf der Seelenebene mit ihr sprechen? Ein bisschen, ja. Jawohl. Und bitten Sie die höchste geistige Macht, Gott, hör meine Mama im Licht ein und hilf ihr, dass sie wach ist, dass sie wahrnimmt, dass sie stirbt und dann auch gehen kann. Hilf ihr bitte, dass sie nicht am Körper hängt oder an der Materie. Und eigentlich so ist das wie eine Liebesbotschaft und eigentlich über der Seelenebene eine hilfsreiche Unterstützung. Und die Seele kann dann weiter leichter weggehen. Weil der Verstand ist dann irgendwie schon eingeschlafen oder Demenz. Aber auf der Seelenebene, die Seele schläft eigentlich in dem Bereich nicht. Versteht sie absolut. Das ist eigentlich, und dann vielleicht das Sterberitual machen, dann kann die Seele sofort gehen. Wenn die Seele schnell gehen kann, innerhalb einem Tag oder zwei findet sie den Anschluss. Nach dem zweiten Tag ist dann auf der anderen Seite der Bahnhof geschlossen und kommt sie niemand mehr abholen. Das ist das Problem von den irdisch gebundenen Wesen. Die haben einfach den Zug verpasst und irren da herum und finden den Ausweg nicht mehr. Also das ist eigentlich eine Hauptproblematik von uns Menschen, wenn wir den Anschluss verpassen. Ja, bitte. Wer hat noch Fragen? Ja, bitte.
Es gibt Lichtkugeln, die man fotografieren kann. Haben Sie das schon beobachtet? Ja, die sehe ich jeden Tag, auf dem bloßen Auge. Es ist so, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie in die Nacht hinaus einen Blitz machen, vielleicht zum Garten hin oder je nach Jahreszeit vermehrt, sind diese Lichtkugeln oder diese, wie man sagt, Orbs ist ein unanständiger Name, ist ja nicht schön, sind nichts anderes als Naturgeister, Pflanzengeister, Strauchgeister, Baumgeister, die einfach da heraustreten und dann irgendwie eine Umgebung suchen. Die spüren natürlich auch Negativität, die Polarität von Menschen. Im Herbst sind die vermehrt unterwegs. Wenn sie eine Parterrewohnung haben und liebenswürdige Personen sind, kann es sein, dass in der Wohnung alles grün und blau schimmert. Wenn sie fotografieren, ist alles grün und blau. Die kommen zu ihnen, weil wir sind die höchsten Wesen von der Seelenebene. Und weil wir so hoch schwingen, spüren die, dass bei uns was zu holen ist. Denken Sie vielleicht, wie die Motten das Licht suchen. Einfach ungefähr so. Ist aber nichts Negatives dabei und schon gar keine Engel. Ein Engel hat nicht nötig, so als Pünktlein herumzubringen. Das ist eine andere Potenz. Das ist ein Missverständnis. Sie sind auf Naturgeister. Und wenn Sie zum Beispiel im Ehrenfeld fotografieren, wo dann abgemäht wurde, und da sind aber noch Restähren da, da sehen Sie die Rest von diesen Ähren, die sich aus diesen sterbenden eigentlich Naturpflanzen rausschälen und die Naturgeistern suchen dann eben einen Weg, wo sie dann sich wieder installieren können, finden aber auch wieder zurück. Und es ist immer ein Kommen und Gehen. Und es gibt ja natürlich ganze Hierarchien von Naturgeistwesen in allen Dimensionen und Zeiten. Und das ist oft was ganz Schönes, wenn man es sieht, aber es gibt nicht nur schöne Wesen, wisst ihr, die sind daraus noch nicht ausgegoren. Wenn Sie so einen Lichtpunkt vergrößern unter dem Computer, Mikroskop, ist es wie so ein Birchenmüsli, also undefinierbare, noch tief schwingende Geistwesen. Die Geistwesen in der Natur haben unterschiedliche Hierarchien und Qualitäten. Jeder seine Aufgaben in einer gewissen Zeit und steigen kontinuierlich nach oben. Wir waren die meisten auch schon dort. Aber es waren Urzeiten zurück. Wir haben eigentlich alles gespeichert in uns und wir könnten uns sogar, wenn wir das medial machen, zurückerinnern. Aber so sensationell ist es dann auch nicht, als Baum da oder als Strauch oder als Erbse da sich zu sehen da oder als Schnecke da und so. Also meine, jetzt sind wir da, wir müssen vorwärts schauen. Das, was hinter uns ist, ist ein Teil von unserer Schöpfung. Oder in uns ist alles gespeichert, was das Universum bietet, und ist das Unglaubliche, dass wir dermaßen genial sind, dass jede Zelle die Gesamtinformation hat. Sie können das nicht vorstellen, aber wissen Sie, es gibt noch viel zu entdecken in uns Menschen. Und die Ärzte sind erst an der Oberfläche. Wir werden es ja gar nicht entdecken. Ist nicht so wichtig. Wir müssen zuerst wissen, was wir Menschen mental und seelisch sind. Oder das andere zeigt sich dann uns schon oder offenbart sich auf der anderen Seite. Wenn wir dort sind, können wir es schon sehen. Wir haben es aber vergessen. Wir haben das Wissen nicht mitnehmen können. Ja, bitte? Hat noch jemand Fragen? Ja, bitte? Es gibt eine Geschichte. Eine Kuh Yvonne ist ausgebüxt und versteckt sich in den Wäldern. Und sie haben in ihren Büchern geschrieben, dass manchmal Menschenseelen in Tieren wieder inkarnieren können. Oder müssen. Ich würde eher sagen müssen. In Indien sind x Millionen von Menschen, die beten heilige Kühe an, heilige Affen, heilige Tiere. Viele Fabelwesen scheinen ihnen nicht absurd. Sie glauben, das sind zurückgekehrte Götter. Oder zurückgekehrte Menschen können mit denen sprechen und so weiter. Und sie haben das verbrieft, tausende Jahre zurück, auf Palmblättern und so weiter. Es ist eher ein Rückschritt, wenn ein Mensch dann in ein Tier zurückverwandelt werden muss oder teilweise dann dort wieder sich findet. Und vergessen Sie nicht, in unserem Wortschatz ist es schon versteckt. Der Mensch hat keine Gefühle, er ist ein Tier, er wird wieder als Tier erwachen oder kommt zurück auf die Welt als Tier. Das sagen wir schon, so an vielen Orten ist das gang und gäbe, wenn man so Menschen vor sich hat. Und es ist für viele dann irgendwann auch eine Realität.
Ein Mensch, der sich benimmt wie ein Schwein, wird ein Schwein. Also das sagt man auch so, salopp, mit verschiedenen Teilen von eurem Deutschland ja auch. Und das ist natürlich dummerweise oder vielleicht die Wahrheit. Wo kann ein Mensch bitte die Demut lernen, dass man anderen mit Achtung gegenüber handelt? Wenn ein Mensch so dekadent ist oder in der Seele versaut, dass er keine Achtung mehr hat von anderen und die vielleicht achtlos ermordet und sich schlussendlich dann auch, weil das Leben keinen Wert hat in seinen Augen, hat natürlich das Problem, dass er eigentlich die Qualität der Seele zerstört hat. Und er muss irgendwie zurückkehren, vielleicht nur temporär eine gewisse Zeit, um vielleicht dort mit Artgenossen zusammengeleben, wo wirklich sich wie Schweine benehmen. Aber Tiere sind edler als Menschen in dem Bereich. Und es sieht nicht so schön aus, wenn man diese da Wesen dann sieht, halb Mensch, halb Tier. Wenn Sie nach Irak gehen oder Iran, sehen Sie Tempelanlagen voll. Sie können nach Karnak gehen, Ägypten und die Tempelanlagen, das gibt es für Halbtiermenschen oder Gottmenschen mit Tierkopf. Und die dummen Kerle dort unten haben die noch verehrt. Dabei waren sie dämonisierte Tiere oder Tiere, die sich praktisch versteckt als Menschen ausgaben und umgekehrt. Das Missverständnis, und denken Sie auch an die Kentauer, die Pferde als Mensch, das gibt es im Tier natürlich auch, dass ein Pferd, das ein Mensch drin ist, und wenn der noch spricht, macht es ja natürlich einem hellsichtigen, hellführenden Angst, und dann vergöttert er dieses Wesen. Aber es ist ja ein Missverständnis. Nur ein Mensch ist eine wahre, reine Seele und Mensch, nicht ein Tier. Wir kommen ja meistens aus dem Tier, nicht alle, aber ein großer Teil von uns kommt aus den unteren Hierarchien. Das ist nichts Negatives, liebe Damen und Herren. Jesus hat das auch erzählt. Nicht ich habe das erfunden, das hat er schon gesagt. Ist ja logisch, wie sollen wir die ganze Schöpfung verstehen und empfinden, wenn wir es nicht erlebt haben? Wir sind Wesen als Geister im Körper und können die Realität von der Materie nur verstehen, wenn wir es erlebt haben. Erinnern Sie sich an Ihre Kinder? Sagen wir, es ist eine Kerze, die ist heiß. Sicher sein, das Kind hat irgendwann oder ein paar Mal die Finger in die Kerze brüllt und wie am Spieß. Es muss es durch den Schmerz erfahren, wie sich es anfühlt. Das Geist kann es nicht kennen, ob es heiß, kalt, warm ist oder salzig oder Zucker. Wir müssen in den Körper, um das zu erfahren. Das sind Erlebnisse, die wir speichern. Vieles vergessen wir dummerweise wieder. Wir müssen neu wieder beginnen. Das ist unsere Erkenntnis. Und viele stürzen halt auch wieder ab. Wir haben ja so Exponenten auf der Welt, die sich auch als Mensch wie Tiere benehmen und denen mag man nichts anderes gönnen, als sie dann wieder einmal dann in den Saustall kommen, wo sie hingehören. Dann kommt es dann wieder neu und können wieder neu beginnen. Aber es ist eigentlich eine Realität. Vielleicht ist ihnen auch schon so einer begegnet, aber nur haben sie es nicht gesehen. Gibt es ab und zu. An etlichen Orten vermehrt, an anderen Orten weniger. Und sind dann nicht nur Politiker. Ich hätte noch eine Frage, weil es gibt fast in jedem Haushalt ein Tier, Katze oder Hund. Möchten Sie ein bisschen was sagen? Ich habe zum Beispiel 4 Katzen. Ja, das ist schön für die Katze. Spricht andererseits für die Liebe zu den Tieren. Und viele Menschen haben da zu den Tieren auch viel mehr Gefühl als zu anderen Menschen. Es ist nichts Negatives, aber man darf das Tier nicht vermenschlichen. Es ist auf einer unteren Stufe. Ich muss korrekt zu ihm sein, Liebe geben. Und sie sind für uns absolut treu und ergeben. Und Sie haben vielleicht auch schon beobachtet, wenn so ein Papa ist, ein Papi, der hinkt mit seinem Hund spazieren geht, plötzlich hinkt der Hund auch. Und sogar noch auf der gleichen Seite. Er versucht sogar, dem Meister sein Leiden abzunehmen. Er ist so treu. Und oftmals, wenn man es von vorne anschaut, gleicht plötzlich der Meister auch noch dem Hund. Das ist dann schlechter, umgekehrt wäre besser. Ist so, das Tier versucht, Leiden abzunehmen. Und ist für den Mensch meistens, wenn er gut behandelt ist, absolut verbindlich und treu und versucht im nächsten Leben, wenn er wieder neu auf die Welt kommt, in einen Tierkörper, wieder den ehemaligen Besitz zu finden. Ich habe etliche Erlebnisse schon mit Katzen, Hunden, wo die Tiere nach Jahren wieder zurückkehren, aber natürlich in anderer Form, vielleicht auch in einer anderen Rasse. Aber wir haben die Leute wieder gefunden, sind denen wieder zugelaufen und lassen nicht mehr los, bis sie reingelassen wurden.
und haben alle Rinder nur noch drin, wo das Fressen ist, wo ihr Hafen ist, welche Türe und alles. Die Erinnerung ist bei denen bleibend. Das Tier hat kein Karma. Es nimmt kein Leiden, also quasi auf in dem Sinn, dass es dann sich die Seele kaputt macht oder so. Es ist eigentlich gerichtete Seele, wir sind ungerichtet. Also wir sind eigentlich entwicklungsfähig, das Tier bleibt hier. Ja, bitte. Ich hätte eine Frage dazu. Können die Tierseelen, ist das Erinnerungsvermögen bei den Tierseelen gleich bleiben? Können sich die an die früheren Leben erinnern oder ist das aufgelöst, wenn die inkarnieren? Ja, ich habe jetzt gerade erzählt von Beispielen mit Katzen und Hunden, die können sich ganz genau erinnern, was damals war, wo eben im Haus alles zu finden war. Also das kann ja eigentlich normalerweise nicht möglich sein, wenn ein frisches, zugelaufenes Tier reinkommt und sich sofort wieder auf den Platz setzt, wo es vor 10 Jahren seinen Platz gehabt hat, 10 Jahre, wo das Fressen, sein Futtertopf, Eingang, Ausgang. Und viele Leute haben mir das berichtet. Ich muss es von diesen Berichten entnehmen. Und interessanterweise haben wir es auch ausgetestet, ausgependelt, die Engel gefragt, es ist so, die Tiere kommen gern wieder zurück, wenn sie es gut hatten. Auch auf Bauernhöfen kommen viele junge Tiere immer wieder gern am gleichen Ort zur Welt, wenn sie da irgendwie sich wohlfühlen. Das Tier ist eigentlich treu, obwohl es es nicht immer gut hat. Dummerweise kehren oftmals bei Tieren, Schlachthöfen, die Seelen auch in ihrer Verzweiflung, können sie nicht loslassen, sie können nicht weggehen. Ich weiß aber nicht, wohin dass sie gehen. Es gibt auch so ein Tier hin, nehme ich an, weiß nicht, wo er ist. Ich sehe ja nur die Tiere, die da rumhängen. Kehren die dummerweise in den Stall zurück, zu ihren Artgenossen. Dann geht das gleiche Theater los, wie kleine Kinder den verstorbenen Opa sehen. Die Tiere getrauen sich nicht mehr in den Barren, bekommen Panik, reißen Ketten ab, durchbrechen Mauern sogar fast, verletzen sich aus Flucht und Angst. Dabei sind es ihre Artgenossen, die vielleicht vor einer Woche totgeschlagen wurden, sozusagen, oder vor einem Monat. Die sind meistens noch hellsichtig, die Tiere. Also nicht dumm, bitte nicht dumm. Einfach, aber viel einfacher gestrickt. Haben kein Karma, keine Muster mehr. Und kommen immer gern wieder zurück. Aber das Schlimmste ist, wenn mit denen irgendwo der halbe Europa gondeln, die irgendwo totschlägt, ohne Gefühl, ohne Anstand, ohne Würde, die Seelen sind dann in einer Panik. Und dann, Gnade Gott, in der Nähe haben dann die Leute in den Häusern nichts mehr zu lachen. Da geht es dann turbulent zu, habe ich dann schon gehabt. Die Leute mussten ausziehen. Das ging zu ihren Schweinestall, wie in Panik, auch im 4. Stock oben. Muss einfach anständig sein zu diesen Tieren. Wenn der Bauer diese in den Tod schickt, ist es sein Recht. Er muss aber diesen Tierseelen sagen, ich danke dir für dein Dasein. Du hast mir gedient, darfst wieder zurückkommen. Du hast heute den letzten Tag. Aber ich danke dir, dass du mir gedient hast. Und das Tier, komischerweise, hat kein Entsetzen, keine Panik, stirbt. Und wenn er Glück hat, kommt es zurück. Auf jeden Fall ist es nicht störend in der Umgebung. Wir müssen lernen, mit der Kreatur umzugehen. Wir dürfen die nicht vermenschlichen, aber wir müssen dankbar sein, sonst ernten wir das Gegenteil, dass das Fleisch dann uns nicht mehr nützt oder die Tiere alles zerstören. Ich glaube, Bauernhöfe hatten vielleicht vor 50, 60 Kühe und plötzlich starben die in Massen. Als ich dann kam, waren noch 8 Stück da. Der Bauer musste nicht solch aufhören. Es standen aber 150 verendete Rinder umher, die da muten, aber es waren es Geister. Das ist ganz klar, die Kühe, die dort waren, ließen die Milch nicht mehr runter vor lauter Panik. Wenn die Seelen angesprochen haben von diesen Tieren. Übrigens geht das schneller, die sind gar nicht so dumm. Haben es gemerkt, ich will denen helfen. Viertelstunde später, 20 Minuten später sind sie weg. Kühe sind dann wieder freier. Haben aber Erinnerungen an die Angst und brauchen noch ein paar Tage, bis sie dann wieder sicher sind. Ja, jetzt ist nichts mehr da. Aber haben auch Angst vor ihren Artgenossen. Wenn sie im Haus komische Vorkommnisse haben, vergessen sie nicht, das könnte auch noch Tierseelen haben. Vor allem, wenn sie in der Nähe Schlachthöfe haben. Gibt es natürlich Familien, kann kein Kind schlafen. Vergessen sie das nicht. Einfach zu lösen. Mit Liebe, Würde. Ja, bitte. Wie sehen Sie das mit der Massentierhaltung, die ja gerade hier in Niederbayern ein Problem ist?
dass die Tiere nie Tageslicht sehen, dass sie eigentlich sehr... Wissen Sie, es ist eine Schweinerei, sage ich mal so. Ein Tier hat eine Würde, man muss es aber eben nicht mit Menschen vergleichen. Aber irgendwie ist die Qualität von dem gelieferten Fleisch oder Produkt dann meistens nichts mehr wert. Und viele Menschen werden dadurch auch dann krank. Und die Vogelgrippe und diese Epidemien, die da in den letzten Jahrzehnten da Millionen von Tierseelen das Leben gekostet hat, man hat sie vernichtet, das ist das Resultat von Kollektivbewusstsein von diesen Tierseelen. Plötzlich sagen sie, es leckt doch uns dann, wo wir können, aber eben machen nicht mehr mit, jetzt machen wir auf krank. Die verrecken lieber, als sie den Menschen dann dienen. Wissen Sie, das ist wie ein Maß, wo voll ist. Wenn die Tiere nicht mehr mitmachen, sterben die lieber selber oder vergiften dann den Menschen, machen den krank. Die haben ja die Möglichkeit. Es ist ein Mensch, ein Tier hat auch eine Würde. Irgendwo ist die Grenze erreicht und dann sollte man aufpassen. Es ist dann oft was für einen Bauer kontraproduktiv. Aber sie sind in einem unglaublichen Druck. Die Landwirte müssen überleben und die Leute wollen billige Produkte. Und gerade ihr Deutschen seid ihr totale Rattenspalter. Ihr kauft lieber doch, was 10 Pfennig billiger ist. Das Fleisch müsst ihr überleben, es ist dann oftmals nicht das Beste. Das Leben hat einen Preis und wenn ich den nicht schätze, habe ich dann auch keinen Wert mehr. Das ist eine Erkenntnis. Ja, bitte? Ich hätte zwei Fragen, und zwar, man hört, die Erde erhöht die Schwingung. Wie sieht es da aus jetzt mit Säen und Ernten, dass die schneller geht? Und die zweite Frage jetzt, es sind da jetzt ziemlich viele Seelen auf der Erde. Wollen die es jetzt miterleben, die Veränderungen auf der Erde? Es gibt ja die Zahl 2012 und so. Was können Sie dazu sagen? Es ist so, dass wir eigentlich interplanetar an einem Punkt sind, wo wir keine Wende stattfindet. Aber wir sind schon lange in dieser Änderungsenergie. Und es ist also nicht so mit Schlag, anfangs Dezember, 1. Dezember 2012 bricht die Welt zusammen. Wir sind schon mittendrin. Sie müssen sich vorstellen, unser Sonnensystem mit den verschiedenen Planeten, Monden, ist ein Teil von der ganzen Milchstraße. Und die Milchstraße ist wiederum ein System von unzählbaren anderen Milchstraßen. Wir sind eigentlich ein Teil wie in einem so Spiralnebel und der dreht sich. Und jetzt sind wir dann an einem Punkt, genau, und da geht es wieder auf die andere Seite hoch. Und dann ungefähr, das weiß niemand so genau, aber die Mayas haben es schon vorausgesagt, etwa 27.000 Jahre später sind wir dann wieder in dieser Konstellation zu diesen anderen Sternen, die um uns sind. Das ist ganz klar und aus diesem Grund gibt natürlich unsere Sonne auch andere Energien ab. Wir haben extreme Eruptionen, Magnetfelder, Plasmafelder. Und von Venus, von Mars kommen extreme Plasmawolken. Und messbar von, wenn wir Messstationen auf der Welt, 600 Mal stärker als je gemessen. Was es bedeutet, weiß eigentlich niemand. Es sind Veränderungen angesagt auf der Erde. Und es wird rumpeln und regeln. Und Sie sehen ja auch in Amerika, da wird dann vieles nicht mehr so sein, wie es ist. Aber es ist auch ein Kollektivbewusstsein, das lebt. Und Sie werden sehen, da drüben wird es am nächsten Recht zuschlagen. Es hat jetzt schon begonnen auf der Ostküste mit Erdbeben. Es wird vor 10 Jahren schon angekündigt worden. Niemand hat geglaubt, dass es dort je tut, sondern nur in der Mitte. Jetzt hat es genau auf der anderen Seite. Es wurde von der geistigen Welt schon mitgeteilt. Und trotzdem, das sind eigentlich Erkenntnisse für die Menschen, sollten sein, dass wir merken, wir sind ja ein Teil von der Erde. Die Menschen meinen immer, die Erde ist untertan, unter uns nur Dreck. Ja, dumme Idee. Überlegen Sie mal, was ist unser Körper? Er ist irdisch. Die Erde beliefert uns. Ohne die Erde hätten wir gar keinen Körper. Also wir sind ja ein Teil der Erde. Jetzt, wenn es uns dreckig geht oder nicht gut geht, hustet die Erde. Wenn wir glauben, dass es uns noch schlechter geht, reagiert sie noch schlimmer. Und es wird dann sein, dass an verschiedenen Orten dann Reinigungsaktionen sind. Es wird dann schon ziemlich teilweise ungemütlich. Und desto trotz, wissen Sie, die Seelen haben das gewählt, wussten, was sie eingingen, wir auch. Und wir sind unsterblich. Die Menschen, die diese Veränderung nicht mitmachen wollen und auch spirituell nicht wachsen wollen, werden dann einfach geschieden, abgelöst, verschwinden.
Eine Seele kann nicht zerstört werden. Sie kommen wieder als Kinder wieder auf die Welt, nächstens oder später, und haben dann die Chance, neu zu beginnen, ohne Vorurteile. Sie müssen überlegen, ein Mensch, der das ganze Leben seine Ideologie und Vorstellungskraft hatte. Stur wie ein Bock, ist nicht bereit, etwas zu ändern, obwohl sich alles drumherum verändert, ist nicht bereit, von seiner Meinung abzugehen. Ja, der wird dann schwer haben mit neuen Vorstellungen. Stellen Sie nur mal vor, was dann passiert, wenn kein Geld mehr da ist. Was machen solche Geldmenschen, die nur an Geld hängen? Die hängen sich dann irgendwo auf, bleibt ja nichts anderes übrig. Die normalen Menschen kommunizieren miteinander und merken eigentlich, wenn ich gebe, bekomme ich ja mehr. Und wenn das Einzug hält, dass sich gegenseitig geben, dass man merkt, ich bekomme mehr, werden wir es überleben und es wird uns leicht gehen und sogar schöner, weil das Geld hat jetzt abstruse Formen angenommen, weltweit. Normale Bürger miteinander können schon umgehen, Geld ist dann nichts Schlechtes, Tauschmittel. Aber wenn das Geld sich selber verarbeitet und keiner mehr weiß, wo das Geld ist, dieses Papier oder diese Form der Existenz, ist das absurd. Für was arbeiten wir? Für die Banken? Also wer? Die wissen auch nicht, was Geld ist. Fragen Sie mal einen Chef von Bank, die wissen gar nicht, was läuft. Und immer mehr kommen sie jetzt da, es gibt eine Krise, wir wissen nicht mal, was läuft. Sie werden sehen, es verschwindet. Für die Menschheit eine riesen Herausforderung. Es wird gleichzeitig auf der ganzen Welt passieren, mindestens in einer Woche. Und dann müssen wir uns wieder neu orientieren. Neues Geld funktioniert nicht mehr, Gold funktioniert auch nicht mehr. Gold kannst du kein Brot kaufen. Jeder muss an seinen Arbeitsplatz und wissen, ich diene dem Nächsten. Wenn ich diese Gesinnung annehme, ich diene nicht mehr dem Staat, ich diene nicht mehr dem Mammon oder der Bank, sondern dem nächsten Menschen, dient er mir auch. Aber so haben wir uns entfernt von dem, was wir eigentlich sind, mit Menschen, haben vergessen. Und das korrigiert sich dann ziemlich grob. Aber keine Angst, wir können mitmachen oder können sagen, mach nicht mit und dann kannst du abtanzen. Das ist einfach dann so, oder? Ja, bitte. Eine Frage, das hat für die Kinder, ist die Kinder sind sensible, empfindliche Kinder. Also ich merke das bei meinen Kindern und sprich ja Indigo oder Pistolkinder, die wo einfach wirklich sensibel sind, in der Schule Probleme haben, das alles aufzufassen und manchmal einfach bewusst schwierig kommt, einfach auch in der Schule. Und hier kommen wir in die Welt. Also eigentlich schon Kinder, die sehr sensibel sind. Mitunter müssen Sie wissen, dass gerade so Indigo-Kinder ist die Vorgängerrasse, könnte man fast sagen, vor den Kristallkindern. Ja. Indigos sind für die, die nichts damit anfangen können, Kinder, die auf die Welt kommen, wo die Seele keine Altlasten hat. Die kommen also sozusagen chemisch gereinigt, die Seelen, oder haben alles erledigt in früheren Leben. Sind absolute Freiwillige, die da auf der Erde anderen dienen. Und wem dienen sie am meisten? Den Eltern. Die holen Eltern, Jugendliche, junge Eltern aus der Lethargie heraus und erzählen denen von Realitäten, wo die Eltern nur Bahnhof verstehen. Und es lohnt sich, diesen Indigo-Kindern zuzuhören und sagen, was hast du geträumt, was hast du gespürt, wie nimmst du das wahr? Aber andererseits trotzdem absolut klare Richtlinien geben, sonst werden sie verheizt. Die Kinder sind revolutionär, absolut nervensägend und schwierig, absolut liebtreu und die würden nie einem Tier etwas antun. Dummerweise sind sie nicht in der Lage zu erkennen, was sie sind, wer sie sind, und nehmen die Untugenden der anderen Kinder an oder auf. Und werden oftmals zu grausamen Außenseitern. Weil die können die anderen gar nicht verstehen, wie die denken und ticken und meinen, sie sind nicht normal. Weil wenn sie denken, 20 Kinder im Schulzimmer, 2 können mit den anderen nicht denken. Die anderen haben Freude an dem und dem und die haben keine Freude an dem, können mit dem nicht mithalten. Die Schulbetriebe interessiert sie überhaupt nicht. Die haben auch untereinander. Es ist dann wie ein Erwachsener mit Kleinkindern im Sandkasten hockt. Stellen Sie sich vor, da denkst du, wo bin ich? Bin im falschen Film, im falschen Ort. Die Indigo haben dieses Problem. Aber dann passen sie sich an und meistens dann nicht unbedingt objektiv positiv.
Kristallkinder ist die nächste Generation, die sind dann die späteren Leiter der Erde, die haben das Wissen, spirituell angebunden zu sein, ihre Seele öffnet sich den Moment, wo der Kontakt dann irgendwie von oben gegeben ist, und sie wissen einfach mehr über die Seelenebene, was gut ist. Der Verstand nützt dann nichts mehr, weil der Verstand kennt nur das, was wir bis jetzt gelernt haben. Was die Zukunft bringt, brauchen wir Wesen, wo die Zukunft schon kennen und da Öffnungen haben. Und die sind dann unsere Leiter. Aber jetzt müssen wir auch mit denen lernen, umzugehen. Das ist nicht leicht. Eine Herausforderung. Aber wissen Sie, eine Herausforderung fordert uns ja heraus, zu schauen, was gibt es denn da, warum ist das? Wenn wir suchen, können wir einfach auch mehr verstehen lernen. Wir suchen. Das ist diese Zeit. Und wissen Sie, wir sind ja alte Seelen, aber oftmals haben wir auch alte Muster und die verlassen wir nicht gern. Wir sind wie Wiederholungstäter. Wir können ja uns nicht verleugnen, wir sind so. Und laufen praktisch immer auf der gleichen Schiene. Eine Entwicklung geht es nur, wenn ich die Schiene verlasse und Neues erkenne oder suche. So können wir breiter und unsere Entwicklung der Bevölkerung geht nur, wenn ich eigentlich Individualismus zulasse, seelisch, mich befreie von alten Fesseln. Und wir sind schon 100 Jahre im Rückstand, wegen gewissen Diktaturen und so weiter und der Rückschläge mit Kriegen. Wir sind 100 Jahre schon im Rückstand. Es drängt. Und darum ist vieles auch jetzt komprimiert und kommt auch schnell. Aber ich möchte Ihnen keine Angst haben, es wird Veränderungen geben. Haben wir schon immer gehabt. Wissen Sie, wir haben schon viele Veränderungen durchgelitten, durchgestanden. Sind immer wieder neu gekommen. Wir sind Wesen, die unzerstörbar sind, können uns das Leben leisten, wie wir wollen. Wenn wir da diese wunderbare Gegend fährt, ist das traumhaft, die schönen Dörfer, die schönen Häuser, ihr habt ja paradiesische Zustände. Man muss immer das Schöne sehen, wenn man so das vergleicht mit München oder so einer Stadt oder im Ruhrgebiet, ist ja das paradiesisch da. Wir in der Schweiz haben das auch so, nur haben wir wahnsinnige Dichte. Das nimmt zu, wir haben Ausländer, 28%, das ist nicht mehr normal. Also die alle kommen zu uns, oder? Übrigens 52.000 Deutsche, oder? Mit denen können wir uns Menschen verständigen. Und die haben ungefähr die gleichen Meinungen wie wir schätzen sie. Aber es gibt auch Probleme. Oder? Also die Völkerwanderung findet immer noch statt. Wir haben ein Problem damit. Aber eben, wir sind in Veränderungen und es wird dann noch anderes kommen. Wir müssen uns mit dem abgeben. Kommt schon gut. Ja, haben wir noch Fragen? Ja, bitte. Die Veränderung, gerade die Kristallkinder, oder wie werden die verändert durch die Impfungen? Ja, die Impfungen sind so ein Thema, wissen Sie, das ist eigentlich eine Verseuchung, eine Impfung. Und ich bin da nicht immer sicher, ob es gut oder schlecht ist, aber ein Kristallkind, wenn das im Bewusstsein des Gesundseins ist, sollte man es nicht impfen. Ich schwäche das Kind, es wird dann noch womöglich noch mit Krankheit geimpft. Eine Impfung ist in gewissen Bereichen Irrtum. Wissen Sie, auch gegen Meningitis und all das Zeug, ich impfe eigentlich die Krankheit, ist eigentlich geistig gesehen ein Irrtum. Ich muss die Gesundheit stärken, nicht die Krankheit importieren. Also, es hat vielleicht vielen Orten auch Leiden erspart, will es nicht behaupten, aber wir wissen heute immer mehr, dass Impfschäden heute die Bevölkerung schädigen, die vor 20, 30, 40 Jahren geimpft wurden, immer noch eine Schwächung haben oder dauernde Schwächung. Dann wäre es besser, ich sage es mal so, als die Hälfte der Bevölkerung halb krank zu haben und dann eine unbezahlbare Gesundheitssysteme aufzubauen, wenn Einzelne dann stürben an dieser Krankheit und die anderen bleiben gesund. Wissen Sie, es ist wie beim Baum in der Natur, dort ist in einem Fehlkonstrukt, weil der Mensch weiß ja, wenn er auf die Welt kommt, wie er stirbt. Du kannst ihn impfen, er stirbt trotzdem, aber man darf die anderen, die gesund sind, nicht krank machen. Also das ist meine Meinung, das ist falsch. Und wissen Sie, Jesus hat schon ein Beispiel gesagt, überlegt mal, fremde Energien oder Störungen kommen nur an den, der schwach ist, und der hat das gewählt, um eigentlich sich zu entwickeln. Als Parabel hat er gesagt, es ist eine Kiste oder ein Korb voll Äpfel drauf, wunderbare verschiedene Sorten, Farben. Einer ist Fallobst, ihr seht es nicht, aber die Würmer und die Parasiten haben schon gemerkt, die sind schon dort. Die anderen sind nicht angreifbar. Zu einem Mensch geschwächt mit alten Leiden in die Welt kommt, wird er sofort angegriffen.
Und das kann ihn herausfordern, etwas zu unternehmen, etwas zu erkennen. Er muss was tun. Wenn er aber so durchs Leben durchschlabbert, bleibt der Ende immer gleich. Er hat nichts verändert. Wenn er aber zusammenbricht, leidet wie ein Tier, unternimmt er was und versucht, sich aus der Schlinge dieses Schicksals zu entziehen. Die einen sagen, ja, die anderen sind schuld, das Schicksal und so weiter. Und die anderen merken, hallo, ich bin selber schuld. Ich bin da, ich bin selber Verantwortung und das möchte ich Ihnen mitteilen. Wir sind immer Verantwortung für uns. Wir können uns der Verantwortung nicht entziehen. Nicht die anderen sind schuld. Ich muss hinstellen zu mir. Also so ist es, ich war es, ich bin und ich werde. Also das ist eigentlich das Wichtigste. Und genießen Sie das Leben, es geht mit Leichtigkeit viel besser. Entziehen Sie sich nicht den Freuden des Lebens. Du bist nicht geboren zum traurig sein. Es geht mit Leichtigkeit viel besser. Und wir Bayern versteht das mit Festen und Bierzelten und Fasching und so weiter. Wir auch. Feiert, genießen, es geht alles leichter. Wir sind Kinder der Fröhlichkeit, nicht des Trübsals. So bleiben wir gesünder. Muss auch schauen, dass nicht zu großer Bierbauch entsteht dabei. Das kann ich mich nicht mehr freuen im Bauch im Leben. Aber auch der geht weg. Aber muss dann wirklich ein wenig Bier trinken. Oder? Also muss ich dann nicht sagen, lieber Körper, ich liebe dich, ich will mehr Bauch. Also muss man sagen, hey, ich liebe dich, ich trinke nur noch die Hälfte. Ja. Oder gehe ein wenig spazieren, nicht Bier trinken, anstatt spazieren. Das ist Vernunft. Also, wollen Sie das Ritual noch zum Befreien? Gut. Am besten ganz entspannt hier sitzen und im inneren Auge wie Licht sehen. Also in Kerzen schauen oder so in, ja, irgendwo in eine Lichtquelle sich vorstellen. Sie können die Augen schließen und ich mache es langsam in Ich-Form. Haben Sie keine Angst, es passiert Ihnen nicht. Sie werden spüren, die Energien lassen Sie dann los. In Ich-Form. Also geliebter Schöpfer Gott, ich rufe dich in mein Herz zu mir. Kommt bitte mit meinem göttlichen Engel, mit deinem göttlichen Licht, der Wahrheit, der Liebe, der Freude und der Freiheit. Befreit mich vor Schlacken, negativen Gedanken und Angreifern aus der geistigen Welt. Ich will frei sein und ich danke dir, dass ich dein Kind bin und frei werden kann. Für das rufe ich dich, Erzengel Michael, als Befreier Engel. Komm mit deinen Lichtscharen und hilf mir, dass mich dieser Dreck, der mich versucht zu quälen, zu stören, verlassen muss. Dass er mich versteht, dass er eigentlich mich wahrnimmt, was ich sage oder denke. Ich möchte frei sein und danke dir für deine Hilfe. Jetzt spreche ich euch an, ihr abartigen, dekadenten Saudreckenergien. Was erlaubt ihr euch an mir, an meinem Körper und an meiner Seele? Ich habe euch nicht erschaffen, nicht bestellt, nicht eingeladen und ich will euch nicht. Ihr habt mich zu verlassen, ihr versucht mir meine Lebensfreude zu zerstören. Und aus dem Grund will ich euch nicht mehr. Ich will, dass ihr weggeht. Aber ihr wisst ja nicht einmal, wer ihr seid, was ihr seid und wo ihr da steckt. Ihr seid abgefallene negative Energien von Menschen, die gelebt haben, die nur destruktiv gedacht, geredet und gehandelt haben und ihren Müll euch als Dreck hinterließen. Ich will euch nicht mehr. Verlasst mich. Ihr dürft nie mehr an einen anderen Menschen. Ihr dürft nie mehr an ein Kind euch anhängen, geschweige denn an ein Tier, weder noch an eine Maschine, noch an ein Gerät. Ihr habt absolutes Erdverbot. Ihr seid nur Negativität und Energie. So muss es sein. Aber ich bin nicht bereit, Böses mit Bösem zu vergelten. Das kann ich nicht, will ich nicht. Aus diesem Grund bitte ich Gott, mit seiner Liebe euch einzuhüllen und dorthin zu führen, wo es richtig ist. Ihr müsst dorthin zurückkehren, wo diejenigen gefangen sind, wo euch kreiert und respektive erschaffen habt. Dorthin gehört ihr, ihr braucht dieses Licht für diejenigen, die eigentlich ohne Licht leben müssen. Ihr seid auch gefangen in der Dunkelheit und müsst so handeln. So ist es. So rufe ich dich, geliebter Menschengott Jesus Christus, hüll mich ein mit deinem rosaroten Liebeslicht.
und befreie mich von diesen negativen Energien aus meinem Körper, aus meinem Geist, Verstand und meiner Seele. Mach mich bitte frei. Hilf mir bitte jetzt und ich bitte dich eine Zugabe. Füll meinen Körper über mein Herz auf mit deinem roten, pulsierenden Christuslicht, das lebendig sich bewegt. Wir stellen uns das vor. Der ganze Körper ist innerlich rot mit diesem purpurroten, lebendigen, pulsierenden Licht. Spring bitte alles ab aus meinen Strukturen, aus meinen Zellen und aus meinen Molekülen. Mach mir bitte die Aura frei. Sie ist nicht mehr sichtbar. Ich danke dir. Jetzt zu euch, ihr negativen Energien, geredet das letzte Mal heute Abend. Ihr verschwindet jetzt sofort. Weg mit euch. Ich bin frei und ihr gehört dorthin, wo Bestimmung ist. So ist es im Namen von Jesus Christus und im Namen von unserem Gott des Lichtes. Lieber Heiland, hilf mir jetzt, dass ich viel mehr Zugang bekomme zu meiner inneren Seele, zu meinem Höchstbewusstsein und immer weiß, wer ich bin, sodass ich sagen kann, ich bin der oder die im Hier und Jetzt, deckungsgleich mit meiner Seele. Hilf mir bitte, dass ich meine Aura ausdehnen kann und dadurch viel mehr spüren und wahrnehme als vorhin oder bis jetzt, sodass ich spüre, wenn etwas mich belastet, mich versucht zu überfallen oder zu quälen. Gib mir die absolute Macht über mein Herz durch deine Liebe, dass ich alles wegsprengen kann, das mich berührt oder versucht einfach zu steuern. Jetzt bitte ich dich um Heilung, um deine Engel der Heilung. Ich rufe die Engel des blauen Lichtes, des himmelblauen und meerblauen Lichtes. Füllt jetzt meinen innerlichen Körper auf. Stellen Sie sich das vor, innen ganz blau, aber richtig blau. Heilt meine Verletzung, das die Dunkelheit versuchte anzubringen oder in mir schon ausgelöst hat. Heilt bitte alle physischen inneren Organe vor diesen negativen Elementen und Elementalen. Befreit mich bitte ganz. Jetzt rufe ich euch, ihr heilenden Engel des grünen Lichtes. Hüllt mich äußerlich ein wie in einen grünen, smaragdgrün-blauen Mantel. Heilt bitte äußerlich alle meine verletzten, traurigen und gedemütigten Gefühle. Löst und entfernt alle negativen Elementare sowie natürlich die selbstgemachten Emotionen gegen mich oder die gegen andere, befreit mich ganz von allem Negativen, das von außen an mir hing. Befreit mich, sodass mein Ausdruck wieder rein und frei ist gegenüber von anderen. Ich bitte euch, lieben Engel, helft mir, dass ich meinen Lebensplan entdecke, der aus lauter Puzzlesteinen besteht, an dem ich immer noch suche und werke. Helft mir bitte, dass ich jedes Teil finde, das mir nützt und all das im Leben dazugehörende, was mir nützt, aber niemandem schadet, sodass ich weiterkomme und mit Leichtigkeit mein Lebensziel erreiche, sodass ich schlussendlich am Ende meines Lebens eigentlich das erreichte oder erreichen kann, was ich mir vorgenommen habe. Ich danke dir, lieber Schöpfer, dass du in mir das Licht bist, dass ich Gefühle haben darf, meinen Körper wahrnehme, ihn lieben kann und er mir dient. Hilf mir bitte dabei, ich bin dein Kind, aber danke dir, dass du mich groß machst, groß werden lässt, damit ich der Liebe und dem Licht diene für mich und für meine lieben Angehörigen. Hilf mir, dass ich Erkenntnisse erlange, die mir nützen, aber niemandem Schaden bringen, sodass ich frei werde von Gedanken, die ich bis jetzt vielleicht gehabt habe, wie Gier, Missgunst, Neid und Hass. Befreie mich bitte davon, damit ich das sein kann, was ich will, aber frei in dem, dass mich niemand mehr unter Druck setzen kann.
Ich weiß, andere haben Probleme, aber ich bin der, der ich bin oder die, die ich bin. Und in mir sicher und geborgen, dank deiner Liebe, wo ich ein Teil davon ja bin. Amen.